Hallo und herzlich willkommen zu, ja, ich würde mal sagen, einer besonderen Runde, und zwar der Vorstellung von der Kontist Steuerberatung und, ja, ich würde mal sagen, einer Demo und Vorstellung, wie man am besten mit uns zusammenarbeitet. An meiner Seite ist Betty. Hallo, ich freue mich. Hallo Melchior. An meiner anderen Seite ist Melchior. Ich freue mich, heute hier zu sein, weil es ein sehr, sehr wichtiges Thema für mich ist, für euch als Kunden, zu erklären, wie wir am besten zusammenarbeiten. Das ist ein tagtägliches Thema für mich. Deswegen freue ich mich, dass wir heute hier zusammen sind. Ja, vielleicht bevor wir inhaltlich einsteigen, bevor ihr erfahrt, was ihr von uns erwarten könnt und ehrlicherweise auch, was wir von euch erwarten, stellen wir uns vielleicht einmal ganz kurz vor. Betty, was bist du, wer bist du, was machst du bei Kontist und wann hat man mit dir zu tun, wenn man mit Kontist Kontakt hat? Ich bin Betty, ich bin tatsächlich Steuerfachangestellte seit über einem Jahrzehnt, mache den Job sehr gern und bin seit doch fast knapp 2 Jahren hier bei Kontist. Und wenn ihr Kontakt mit mir wollt, dann habt ihr das meistens am Anfang, nämlich in einem Welcome Call. Genau, da schauen wir einfach auch gemeinsam, wie die Zusammenarbeit zwischen dir und uns als Kontist funktioniert. Ja, und genau das machen wir natürlich jetzt auch in diesem Format. Ich sage nochmal 2, 3 Sätze zu mir. Ich bin Melchior, ich bin auch Steuerfachangestellter seit einem knappen Jahrzehnt. Habe Wirtschaftswissenschaften auch studiert mit dem Schwerpunkt Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung. Habe für verschiedene Kanzleien gearbeitet, bevor ich dann auf verschiedenen Umwegen selber selbstständig auch war und irgendwann dann wieder zurück in die Steuerberatung gegangen bin und den Kontist Steuerservice mitgegründet habe. Das heißt, genau. Das Ganze, alles, was wir jetzt vorstellen, ist so ein bisschen, zumindest die Kernidee, so ein bisschen auf meinen Mist gewachsen. Das ist echt cool. Genau, und das heißt, wenn ihr da auch irgendwelche Fragen habt, schreibt das gerne auch irgendwie in die Kommentare oder in den Chat, was auch immer ihr seht. Ihr könnt euch auch gern jederzeit immer bei uns melden, wie ihr gerade schon erfahren habt, dass wenn ihr gerade neu bei uns seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ihr irgendwie mit Betty da zu tun habt. Wir wollen uns aber einmal auch anschauen, was wir jetzt heute besprechen wollen. Und zwar geht es darum, was könnt ihr eigentlich von uns erwarten? Und einmal, wie ich schon gesagt habe, auch was erwarten wir von euch? Und das Gleichgewicht finde ich ganz gut. Es gibt nämlich 4 Punkte, die ihr von uns erwarten könnt und genau einen Punkt, den wir von euch erwarten. Das heißt, das ganze Angebot von Kontist und der Kontist Steuerberatung, es besteht so aus 4 Bausteinen und baut auch aufeinander auf. Definitiv. Oh, eine geht ohne das andere nicht. Und da beginnen wir tatsächlich beim Geschäftskonto. Ja. Ihr müsst ein Geschäftskonto bei uns eröffnen oder habt sogar schon eins, worauf wir dann im zweiten Schritt die Buchhaltung machen. Aus der Buchhaltung entstehen dann die Steuererklärungen und überall dazwischen, aber eben auch da drauf, findet dann die Steuerberatung statt. Richtig. Das heißt, wie du auch ganz, ganz wichtig sagst, das eine geht nicht ohne das andere. Deswegen, das ist auch wichtig, weil die Frage kriege ich am Anfang relativ häufig mit, das Bankkonto ist die Grundlage, beziehungsweise die Kontist-App. Und die Kontist-App kann man aber nicht nutzen, wenn man das Bankkonto von Kontist nicht eröffnet hat und nicht auch aktiv nutzt. Weil sonst haben wir die Informationen nicht für die Buchhaltung und eine Buchhaltung keine Steuererklärung. Und ehrlicherweise, ohne Informationen und Daten von euch können wir euch auch nicht beraten. Ja. Genau, deswegen geht nicht alles nicht ohne einander. Und natürlich brauchen wir auch ein paar Dinge von euch. Einmal natürlich, dass ihr das System, ich würde mal sagen, das Kontist-Universum dann auch nutzt. Aber wir brauchen auch noch ein paar Unterlagen. Aber diese Punkte schauen wir uns am besten alle mal Schritt für Schritt einfach gemeinsam an. Mhm. Und wir fangen quasi mit der Basis an, mit dem Bankkonto. Und da gibt es so ein paar Regeln fürs Bankkonto. Ich möchte es einfach mal, übernehme ich einmal, einfach mal vorstellen, wie sieht das Ganze eigentlich aus? Vielleicht kennst du das Kontist-Bankkonto schon und weißt schon grob, wie das aufgebaut ist. Aber vielleicht weißt du nicht, warum das so gemacht wurde. Vielleicht ist es auch ganz neu für dich, dann ist das alles neu für euch. Du hast eine App und eine Browser-Version. Das heißt, du kannst im App Store oder im Play Store einfach die Kontist-App herunterladen. Du kannst dich aber auch über den Browser einloggen. Das heißt, du kannst einfach auf kontist.com gehen, dich einloggen und dann siehst du das auch. Sieht natürlich in der Browser-Version ein bisschen anders aus. Und wenn du eine Weile schon selbstständig bist, dann kennst du ein Kernproblem. Und zwar, dass die Kohle auf deinem Bankkonto nicht unbedingt die Kohle ist, die dir gehört. Weil ein großer Teil von dem Geld, was du auf deinem Konto liegen hast, ja gar nicht dir gehört, sondern du irgendwie eigentlich zurücklegen musst für die Steuer. Angestellte kriegen immer nur ihr Netto überwiesen und die können dann wilde Geld ausgeben. Und dann ist irgendwann das Geld vorbei, dann wartet man, bis der Monat auch vorbei ist und dann kommt halt neues Gehalt und dann kann man wieder loslegen, einfach wilde ausgeben. Das geht als Selbstständiger nicht und ist auch so der direkteste Pfad, finanziell beruflich zu scheitern, weil irgendwann kommt die fette Steuernachzahlung. Und ich rede von etwas, mit dem ich mich persönlich selber auskenne. Das kann wirklich sehr, sehr schmerzhaft werden. Und deswegen ist Kontist aufgebaut,
Also Kontist zeigt dir immer an, wie viel Kohle eigentlich dir gehört auf dem Konto. Wir sehen das hier auch einmal eingeblendet, so zwischen uns. Insgesamt haben wir 14.455 Euro und 10 Cent auf dem Bankkonto. Und wir sehen quasi in dem großen Block in der Mitte, jetzt in lila, was eigentlich meins ist. Das heißt, 12.133 Euro gehört eigentlich mir. Die Quote ist relativ gut, dass mir ungefähr 12.000 von 14.5 gehört. Das kann aber auch durchaus anders sein. Was man auch sehen kann, ist, dass man hin und her quasi swipen kann, dass man sich einfach anzeigen kann, wie viel muss ich eigentlich für die Steuer zurücklegen. Das ist jetzt in dem Fall die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer in der Mitte. Und dann haben wir ganz rechts auch noch den Reiter für die Umsatzsteuer. Das heißt, du kannst jeweils immer sehen, was du insgesamt zurücklegen musst, aber du weißt auch, wann du was abführen musst. Das hat für dich den Vorteil, dass du wirklich mit jeder einzelnen Transaktion genau weißt, wie viel Geld auf dem Konto eigentlich dir gehört. Und das ist, ja, ich würde mal sagen, Vorteil, das bietet auch kein anderes Geschäftskonto. Also auch weltweit nicht. Und das machen wir tatsächlich. Also Kontist gibt es seit bald 7 Jahren. Seit 7 Jahren gibt es dieses Bankkonto. Also das ist wirklich schon lange da und erfreut sich großer Beliebtheit. Ich will jetzt nicht zu viel verkaufen, ihr seid ja schon da, und weil ihr wissen wollt, wann und wie wir miteinander zusammenarbeiten. Aber auch das Handelsblatt und Business Punk und so weiter hat uns schon häufiger ausgezeichnet als einer der Top-Konten für Solo-Selbstständige, weil das wirklich das häufigste Problem ist von Einzelunternehmen, Solo-Selbstständigen. Und auch wenn niemand gerne über steuerliche Probleme spricht, ist das wirklich auch einer der Gründe, warum Selbstständige aufhören müssen, weil sie den Überblick über ihre Finanzen verlieren. Ja, das ist tatsächlich auch in meiner Berufserfahrung einer der schlimmsten Momente gewesen, wenn man sagt, okay, die Steuererklärung ist fertig, das ist eine sehr, sehr hohe Nachzahlung und dann will das Finanzamt auch noch nachträgliche Vorauszahlungen haben. Das kann sehr schnell schiefgehen. Deswegen finde ich diese App wunderbar aufgebaut. Genau, und es gibt so ein paar Grundregeln, damit das Ganze so richtig gut funktioniert. Und da kannst du wahrscheinlich einen kleinen Überblick geben. Was muss ich denn mit dieser App am besten machen, damit das richtig gut funktioniert? Das kommt in jedem Welcome Call definitiv vor, dass ich da ganz klar sage, so und ab heute bitte eine ganz klare Trennung zwischen Privat- und Geschäftlichen. Das heißt, dass das Kontist wirklich nur für deine geschäftlichen Ein- und Ausgaben ist und du die Privatsachen bitte von einem Privatkonto machst. Es hilft allen, ja, in dem Moment, wo du einkaufen gehst, zu entscheiden, nehme ich meine Kontistkarte oder meine Privatkarte, da fängt es tatsächlich schon an, es für dich und auch für uns und für alle anderen einfacher zu machen. Da möchte ich dich drum bitten. Das ist so, wie meine Mama gesagt hat, immer, die Ordnung ist das halbe Leben. Ich habe immer gedacht früher, ja, Mama, red nur, ich räume mein Kinderzimmer trotzdem nicht auf. Ich kann euch aber sagen, und liebe Grüße an meine Mama, du hast recht gehabt, Buchhaltung spielt definitiv in dem Bereich, also in der ordentlichen Hälfte des Lebens ab. Mhm. Sonst hat man große Probleme. Ja. Das fängt tatsächlich, ne, beim nächsten Schritt, wir brauchen ja zu jeder Transaktion auch einen Beleg an, da fängt das schon an. In dem Moment, wo du wirklich schon das Kontistkonto durchgehst und du hast nur betriebliche Sachen und schaust, oder fehlt ein Beleg, dann ist dir ganz klar, diesen brauchst du ganz dringend, denn der ist betrieblich. Ja, das heißt wirklich ganz klar, und auch da kriege ich immer wieder Diskussionen, es gibt ja gar keine gesetzliche Verpflichtung für ein Geschäftskonto. Stimmt, muss man nicht. Ich kann aus meiner eigenen Selbstständigkeitserfahrung sprechen, habe ich auch eine ganze Weile nicht gehabt. Also ich habe auch einfach mit meinem privaten Konto angefangen, das mir tatsächlich gesperrt wurde irgendwann, weil die meisten normalen Geschäftskonten, die haben in den AGB geschrieben, dass man das halt privat nutzen soll. Das heißt, es ist ein Gehaltskonto und natürlich ist es für eine Bank nicht besonders schwer zu erkennen, falls da 10 eingehende Transaktionen rein sind pro Monat und da dann immer im Überweisungszweck Rechnung und dann eine Nummer steht. Okay. Es ist für jede Bank leicht zu erkennen. Und es kann sein, dass ihr unterm Radar fliegen könnt eine ganze Weile, aber ihr lauft tatsächlich Gefahr, dass euch einfach das Konto geschlossen wird. Mhm. Und auch für die Ordnung ist das wahnsinnig wichtig, das komplett zu separieren. Ihr seid als Selbstständiger so ein bisschen, ihr habt mehrere Persönlichkeiten. Einmal seid ihr, also in meinem Fall jetzt, es gab immer einen Business-Melchior und einen Privat-Melchior. Und es kann durchaus sein, dass der Business-Melchior dann halt Dinge gemacht hat, aber der braucht unbedingt ein eigenes Konto. Genau, und was sollte denn eigentlich darüber laufen? Natürlich alle Einnahmen. Das heißt, diese IBAN, diese Kontoverbindung, die muss auf allen euren Rechnungen stehen und auch bei allen Plattformen und wo auch immer ihr Geld bekommt für eure Selbstständigkeit. Also nicht, wenn ihr von der Oma Geld zum Geburtstag bekommt, das nicht. Das darf gerne direkt aufs private Konto gehen. Aber alles, was irgendwie mit eurer Selbstständigkeit zu tun hat, muss erstmal auf dieses Konto laufen. Genau, und dann auch die Sachen, die etwas gemischt sind. Also mir fällt als erstes tatsächlich immer der Handyvertrag ein, ja, den man auch geschäftlich wie auch privat nutzt, wo eine sehr hohe betriebliche Nutzung dabei ist.
Beim Handy macht man das ja meistens so 80-20, 20% privat, 80% betrieblich. Lass es auch über das Konto laufen. Eine Ausnahme, die wir haben, ist tatsächlich im Bereich des Homeoffice oder dein Arbeitszimmer. Ja, also die Mietzahlungen für deine private Wohnung, die bitte nicht über das Konto laufen lassen. Ja, also falls du überhaupt ein Arbeitszimmer hast, also wenn du sowieso dazu noch Fragen hast, können wir dir gerne auch weiterhelfen. Kommen wir nachher noch dazu, in welchen Themen wir dich eigentlich beraten können. Aber das ergibt keinen Sinn, dass du alle Privatausgaben für deine Wohnung und sowas über das Geschäftskonto abwickelst. Weil die wird ja voraussichtlich in allererster Linie Privatausgaben sein. Und deswegen, das machen wir lieber einmal im Jahr, dass wir da die Kosten dann genau berechnen. Eine Frage, die ich auch relativ häufig bekomme, es gibt ja bestimmte Kosten, die sind zwar steuerlich relevant, aber die haben nicht wirklich was direkt mit der Selbstständigkeit zu tun. Also alles, was nicht in der Buchhaltung, eigentlich nicht in die Buchhaltung gehört, aber in die Einkommensteuererklärung quasi. Dazu gehört die eigene Krankenversicherung oder Spenden oder Kinderbetreuungskosten oder Arztrechnungen und all das, was man so mal gehört hat, das kann man von der Steuer absetzen. Da muss ich sagen, das ist mir relativ egal oder das ist uns eigentlich auch relativ egal. Das könnt ihr gerne über das Privatkonto zahlen. Das müsstet ihr uns natürlich trotzdem immer zur Verfügung stellen und auch gerne so schnell wie möglich. Das müsst ihr nicht einmal im Jahr auf dem Stapel zu Hause sammeln. Ihr könnt aber das auch ganz gerne über das Konto direkt bezahlen. Dann müsste das aber immer privat kategorisiert werden, weil quasi in der laufenden Buchhaltung erfassen wir erstmal nur euren Betriebsgewinn. Das heißt, was macht ihr eigentlich mit eurer Selbstständigkeit? Das bedeutet nicht, nur weil das da privat kategorisiert ist, dass das gar keine steuerliche Relevanz hat. Das sagt erstmal einfach nur, das ist irrelevant für dein Business. Wir setzen es dann aber natürlich trotzdem steuerlich an. Deswegen kann es dir auch schon mal helfen, wenn du sagst, ach, einmal im Jahr die Unterlagen zusammensammeln, ist irgendwie auch doof. Und dann kann ich es auch direkt vom Geschäftskonto bezahlen und sagst, schickst uns auch direkt die Unterlagen zu deiner Spende beispielsweise. Dann haben wir es halt schon mal. Und dann können wir es auch natürlich berücksichtigen in der Jahressteuererklärung. Aber das kannst du auch gern privat machen, dann musst du es uns aber auf anderem Wege zukommen lassen. Ich habe da in meinem Workhouse immer sehr gerne ein Beispiel von dem Kuchen. Und ich rede gerne in Bildern mit den Kunden. Und da gleich immer, die Einkommensteuererklärung ist für mich immer ein Kuchen. Ja? Und der Kuchen besteht aus mehreren Kuchenstücken. Und dann schaue ich immer, okay, wo gehört denn diese Ausgabe hin? Ja? Und wenn man sagt, okay, jeder hat definitiv ein Kuchenstück, das heißt Anlagevorsorgeaufwendungen. Ja, das heißt, es kommt in die Einkommensteuererklärung rein, aber eben nicht in die Anlage S oder Anlage G, also Einkünfte aus Gewerbebetrieb, da gehört es dann nicht mit rein. Ne? So, ja. Glaube ich, kann man sich mal ganz gut vorstellen. Ah, ein Kuchen, okay, das gehört dahin, das gehört dahin. Wie gesagt, wenn ihr da nicht weiter ist, da helfen wir ja auch gerne. Genau, und da wir, also Kontist Steuerberatung, ja für euch der Steuerberater sind, ist natürlich alles von uns relevant und wollen wir auch natürlich wissen. Aber genau, die Kuchenstücke sollen bitte, die Kuchenstücken, was keiner mag, ist, dass einer hingeht, zu seinem Kuchen einmal drin rumrührt, dann macht der Kuchen keinen Spaß. Und deswegen, wie gesagt, Ordnung ist das halbe Leben. Ein ganz wichtiger Hinweis zum Thema Kontoführung, und dann sind wir mit dem Konto auch durch, ist bitte euren Wocheneinkauf, eure Urlaubsreisen und sowas, das bitte hat nichts auf eurem Geschäftskonto zu suchen. Ihr dürft gerne natürlich jederzeit, auch so häufig, wie ihr nur irgendwie wollt, Geld nehmen und euch einfach auf euer Privatkonto überweisen. Das könnt ihr gerne machen. Also private Transaktionen von eurem Geschäftskonto auf ein Privatkonto oder aber auch, falls ihr eine Rechnung bekommt und das Geld nicht ausreicht, jederzeit von dem Privatkonto aufs Geschäftskonto was überweisen. Das könnt ihr wirklich jederzeit machen. Könnt ihr auch gerne 5-mal am Tag machen. Ist jetzt nicht unbedingt praktikabel, weder für euch noch für uns, aber das stört nicht. Also überweist euch einfach dein Geld, wenn ihr auf dem anderen Konto was braucht und da könnt ihr es gerne abheben und eure Rechnung bezahlen und so weiter. Und auch ganz wichtig, weil ich da häufig so ein bisschen die Angst raushöre bei vielen Kunden, mit denen ich spreche, oh, was passiert denn da steuerlich? Gar nichts. Das ist komplett neutral. Ihr macht am Jahresende eine Einnahmenüberschussrechnung und die Rechnung heißt Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben ist der Gewinn. Das heißt, die privaten Transaktionen, die ihr da zwischen mit eurem privaten Konto und eurem Geschäftskonto habt, die werden überhaupt nicht in dieser Berechnung berücksichtigt. Und deswegen könnt ihr das tausendfach theoretisch machen, zumindest rein praktisch ist das dann irgendwann ein Vollzeitjob, wenn man das ständig macht. Aber das könnt ihr wirklich ohne Limit machen und ist auch für uns überhaupt kein Problem. Wichtig wäre nur, dass ihr ja so Supermarkteinkäufe, Privatreisen, Taschengeld für die Kinder und solche Sachen, ja, das bitte alles einfach über das private Konto abwickeln. Ja. Einfach, damit ihr da auch die Belege nicht suchen müsst. Ne? Also gerade dieses, ich habe hier im Supermarkt bezahlt und dann habe ich den Beleg irgendwo rumliegen und dann zu schauen, oh, zur Umsatzsteuervoranmeldung fehlt mir noch ein Beleg. War der jetzt privat oder geschäftlich? Ihr macht euch damit die Arbeit wirklich viel, viel leichter. Korrekt. Und wenn wir dann eine saubere Kontoführung haben, das heißt, wir haben auf dem Kontiskonto alles, was betrieblich ist und alles, was privat ist, ist nicht auf dem Kontiskonto, dann können wir darauf aufbauen, die Buchhaltung machen. Mhm. Und das ist, ich würde mal sagen, fast der Kern. Das ist so wirklich
da, wo eigentlich die Steuerberechnung anfängt. Für Selbstständige ist die laufende Buchhaltung der absolut wichtigste Baustein überhaupt. Und da gibt es eine ganz wichtige Grundregel und das also ich glaube, das ist mit die häufigste Frage, die wir beantworten, wenn wir mit unseren Kunden zu tun haben. Definitiv. Wir arbeiten direkt in der Contest-App. Ihr braucht kein weiteres Tool dafür. Ja, also sowohl nicht, wenn ihr eure Buchhaltung irgendwo anders gemacht habt, sei es über LexOffice oder Fastbill oder Selfdesk oder Debitor oder Lexware oder bald fallen mir Buchhaltungsbutler, es gibt wie Sand am Meer Buchhaltungslösungen. Das ist schön, dass ihr das damit gemacht habt. Ehrenwert brauchen wir nicht, machen wir auch nicht. Wir brauchen das höchstens ganz am Anfang einmal, um uns die Daten da rauszuziehen. Das können wir gerne machen, kommen wir nachher auch noch dazu. Aber wir arbeiten nicht in eurem LexOffice, Selfdesk und was auch immer Account. Machen wir nicht. Ergibt auch keinen Sinn, weil diese ganze Automatisierung, dass wir in Echtzeit alles in einer App euch darstellen können, funktioniert nur dann, wenn wir über dieses eine System arbeiten. Und dieses System heißt Contest. Und auch für euch, ihr braucht das nicht. Für Buchhaltung, es gibt nichts, was ihr in einem anderen Tool irgendwie machen könnt, wo ihr nicht auch Contest nutzen könnt. Für die einen auch, das wissen auch immer relativ viele nicht, wenn ihr euch mal über die Browser-Version von Contest einloggt, du kannst sogar Rechnungen schreiben mit Contest. Ja. Es gibt so ein paar Sachen, das ist aber mehr, ich würde mal sagen, fast Kosmetik, was wir nicht können. Wir können keine Angebote erstellen und solche Sachen, das geht über Contest nicht. Das ist, kann man auch machen, ist zumindest nicht so buchhaltungsrelevant. Das heißt, wenn du ein Angebot verschickst, musst du darauf ja keine Steuern bezahlen, sondern du musst dann Steuern bezahlen, wenn du Rechnungen verschickst und das Geld dann bekommst. Das heißt, alles, was für die reine Buchhaltung relevant ist, kannst du komplett über Contest machen und kannst auch alle anderen Tools eigentlich einfach ersatzlos von deiner Kostenliste streichen, weil brauchst du nicht. Wenn du jetzt selber noch was brauchst für Angebote, Retouren, Lieferscheine und solche Sachen, das hat Contest halt nicht in der App so, das könnt ihr machen, das könnt ihr, keine Ahnung, könnt ihr auch mit Word machen, in Excel machen und solche Sachen, könnt ihr auch ein anderes Tool natürlich für bezahlen, aber von unserer Seite, für die Buchhaltung, braucht ihr absolut keine andere Softwarelösung. Das ist wichtig. Wenn ihr das heute aus diesem Video mitnehmt, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter als bei vielen anderen. Und dann gibt es so eine gute Regel, du bist ja Steuerfachangestellter, ich auch, und das wurde einem eingeprügelt quasi, ist eine Grundregel, die immer gilt in der Buchhaltung. Keine Buchung ohne Beleg. Nochmal, keine Buchung ohne Beleg. Das ist nachts um drei, irgendwie ein Rütteln, keine Buchung ohne Beleg. Das muss so tief drin stecken und bei euch auch. Wir machen am besten unsere Pullover demnächst mit keine Buchung ohne Beleg. Da wirst du auch wieder, was gemeint ist. Ja, wir brauchen wirklich zu jeder Transaktion einen Beleg. Ja? Rechnungen, Kassenbons, Belege, alles, was zu den geschäftlichen Transaktionen gehört, immer den Beleg hochladen, sämtliche Informationen. Denn gerade wenn wir als erstes eine Automatisierung drüber geht über das Konto, im zweiten Schritt guckt sich das immer jemand an und genau dieser Buchhalter, Steuerfachangestellter, lebt nach diesem Spruch und schaut sich an, was da drin steht. Genau, und also für euch, also eine Beleg kann ja auch alles sein, deswegen steht da jetzt Rechnung, Kassenbons, Belege und so weiter. Manchmal gibt es auch etwas, wo ihr dann eventuell nichts habt. Also um Beispiel zu nennen, hatte ich gerade erst selbst in der Buchhaltung, wo jemand über eBay Kleinanzeigen quasi gebrauchte Sommerreifen gekauft hat. Klar dürft ihr das machen, dürft ihr auch betrieblich haben. Allerdings solltet ihr da idealerweise irgendwie euch das quittieren lassen. Das heißt, dass ihr irgendeinen Nachweis habt und das macht ihr auch gar nicht für uns, denn wenn das Finanzamt irgendwann mal anklopft und nachgucken möchte, ob das so richtig ist, was ihr da gemacht habt oder wir für euch gemacht haben, dann will das Finanzamt genau diese Rechnungen sehen. Und wenn wir die nicht haben, dann haben wir ein großes Problem, dann wird das Finanzamt nämlich hingehen und sagen, das sind ja Fantasiezahlen, wir schätzen jetzt mal, was ihr eingenommen habt und das ist ehrlicherweise immer schmerzhaft. Ja. Auch das kennt jeder, der eine Weile in der Steuerberatung gearbeitet hat, wie böse das sein kann. Ja. Das heißt, ihr kriegt da keine Strafzahlung. Also es kann halt sein, dass das Finanzamt davon ausgeht, dass ihr dreimal so viel verdient habt und dann müsst ihr halt dreimal so viel Steuern zahlen. Ja. Und deswegen sind die Belege so unglaublich wichtig. Ja. Was ist denn, wenn ich bei eBay Kleinanzeigen, bleibe ich bei meinem Sommerreifenbeispiel, bei eBay Kleinanzeigen bezahlt habe, aber natürlich ist der Verkäufer, hat kein EC-Gerät. Das heißt, ich muss irgendwie bar bezahlen. Ja. Oder auch wir sitzen in Berlin, gehen mal in Berlin in den Biergarten und versuchen mit Karte zu bezahlen. Kannst du vergessen. Mhm. Was mache ich denn dann? Eine ganz schöne Lösung gibt es da, nämlich zückst du deine Contest-App, du zückst die Contest-App, überweist dir den Betrag, den du da gerade bezahlt hast, von deinem Contest-Bankkonto auf dein Privatkonto. Schon hast du eine Transaktion generiert, hinter der du dann den Beleg fotografieren kannst.
Genau. Das heißt, bei den Sommerreifen, wenn ich einen 100er dafür hinblätter, dann kann ich einfach direkt sofort mir selbst auf mein privates Konto 100 Euro überweisen. Mhm. Und dann habe ich das ja in meiner Buchhaltung erfasst. Richtig. Und dann fotografiere ich noch die Quittung davon ab und dann habe ich was bar gekauft für mein Unternehmen und habe eigentlich die Transaktion und den Beleg und alles prima. Hier natürlich gilt der Hinweis, dass die App oder unser System erstmal erkennen wird, dass der Name des Senders und des Empfängers gleich ist und auch noch der Kundenname uns erstmal als privat kategorisieren. Deswegen aber der Beleg dahinter, dass unsere Kolleginnen und Kolleginnen aus der Buchhaltung dann das buchhalterisch richtig erfassen können. Ja. Und weil der Beleg so wahnsinnig wichtig ist, gibt es diverseste Möglichkeiten, wie ihr uns quasi die ganzen Belege zukommen lassen könnt. Ja. Da gibt es tatsächlich eine ganze Reihe an Möglichkeiten, weil es uns wirklich ernst ist und auch wirklich wichtig ist. Und zwar, wir zeigen euch einfach mal ein paar. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, ganz normal in der Contest-App auf die einzelne Transaktion gehen, wir bleiben beim Sommerreifen, ich habe mir das gerade überwiesen, kann in die Transaktion reingehen, da draufklicken, dann öffnet sich das und dann kann ich da entweder ein PDF hochladen und direkt ein Foto machen. Das empfehle ich tatsächlich bei allen Kassenbons, weil Kassenbons mit der Zeit auch ausbleichen. Deswegen idealerweise direkt noch da, wo man steht und das hat, einfach nur ein Foto machen. Und dann haben wir es im System und dann ist auch schon mal, sind wir schon mal einen großen Schritt weiter zumindest. Da könnt ihr es auf jeden Fall machen. Aber es gibt auch noch weitere Möglichkeiten. Mhm. Wie mache ich das Ganze denn in der Browser-Version von Contest? Das sieht von der Optik ungefähr gleich aus wie in der App, nur ein bisschen schöner und größer. Und da habt ihr diese, ich mag dieses Wort, Drag-and-Drop-Version oder Drag-and-Drop-Möglichkeit, indem ihr den Beleg, den ihr vielleicht auf dem Rechner schon runtergeladen habt, einfach so reinzieht an die Transaktion oder eben auch direkt auf eure Dateien zugreifen könnt und die hochladen könnt. Richtig. Aber wir haben auch noch ausgefallenere Möglichkeiten. Und zwar haben wir zum Beispiel auch eine Weiterleitungs-E-Mail-Adresse. Ihr könnt von der E-Mail-Adresse, idealerweise ist es die E-Mail-Adresse, mit der ihr euch auch bei Contest eingeloggt habt, das heißt eure registrierte E-Mail-Adresse im Contest-System, von dieser E-Mail-Adresse könnt ihr uns E-Mails weiterleiten, wenn ihr die E-Mail einfach bekommt. Also so, wenn ihr eine E-Mail mit einer Rechnung bekommt, könnt ihr die einfach einmal weiterleiten an belege@contest.com. Und dann sortiert Contest, liest den Beleg und sucht die jeweils passende Transaktion dazu. Und dann wird das direkt automatisch gematcht. Ich finde das so toll. Ganz ehrlich. Was, gerade die Handyrechnung. Ja, die Handyrechnung hast du da eine Anlage drin. Müsstest du erst auf den PC runterladen, dann per Drag and Drop reinziehen. Nein, du kannst einfach reinschreiben, an belege@contest.com weiterleiten, weg, zack, unser System sortiert die zu. Finde ich super. Geht auch mit mehreren Anhängen tatsächlich. Also ihr könnt auch, wenn ihr das auf dem Laptop, auf dem Desktop erstmal gesammelt habt und dann könnt ihr eine E-Mail schreiben, ihr müsst ihr nicht mal schreiben, ihr müsst nichts reinschreiben, wird ja eh von keinem Menschen gelesen. Mhm. Packt einfach alle Rechnungen, die ihr da gerade gesammelt habt, einfach als Anhang dran, schickt es an belege@contest.com und das System findet dann die richtige Transaktion. Kommt relativ häufig die Frage, was ist denn, wenn es noch gar keine Transaktion gibt? Weil wenn ich die Rechnung bekomme, dann habe ich sie eventuell noch gar nicht bezahlt. In eine gewisse Zeit wartet das Programm, also es speichert sich die Dokumente etwas ab und würde sich dann, weißt du wie lange? Bisher, also es ist dann im System. Also wir würden dann eventuell, das System wird dann nochmal nachfragen. Aber wenn dann die Transaktion entsteht, dann wird das direkt, dann müsst ihr nichts mehr machen, das wird dann automatisch zusortiert. Ich finde das toll. Und da jetzt wirklich Lifehack oder Buchhaltungshack, das Schönste ist ja gerade die zum Beispiel angesprochene Telefonrechnung und so weiter, die E-Mails sehen ja immer gleich aus. Na klar könnt ihr jedes Mal sagen, weiterleiten und so weiter, ihr könnt aber auch einfach in euren E-Mail-Einstellungen eine automatische Weiterleitungsregel erstellen. Jedes Mal, wenn Invoice, Receipt, Rechnung, Beleg, was auch immer da gerade steht im Betreff, könnt ihr jederzeit einfach sagen, immer wenn eine Rechnung kommt, die das im Betreff hat, oder aber von dieser Rechnungs-E-Mail-Adresse, weil die Tools und die Anbieter häufig das ja eine bestimmte Rechnungs-E-Mail-Adresse bekommen, könnt ihr einstellen, jedes Mal, wenn von da was kommt, dann automatisch einfach weiterleiten. Dann habt ihr gar keine manuelle Arbeit mehr. Und ich weiß tatsächlich auch von einigen Kunden, die haben das ganz konsequent einmal aufgesetzt und haben uns seit Wochen und Monaten einfach keinerlei Belege mehr manuell eingereicht, weil sie nur das haben. Und die haben wirklich über Monate hinweg, werden nie wieder von uns belästigt, dass sie doch irgendwelche Belege einreichen, weil das komplett automatisch im Hintergrund läuft. Und das ist für die natürlich ein absolutes Traum-Setup und ehrlicherweise für uns auch, weil noch schneller können wir die Rechnung halt nicht bekommen, als genau zu dem Zeitpunkt, in dem ihr sie auch bekommt. Ja. Aber auch das ist nicht alles. Die neueste Möglichkeit ist der Bulk-Upload. Das heißt, du kannst auch mehrere Rechnungen einfach auf einmal hochladen. Das ist fantastisch. Das ist relativ neu. Ich finde es richtig gut, wie hier das vorangeht und wie wir hier weiterentwickeln und wie toll das hier funktioniert.
Erzähl uns noch ein bisschen was davon. Ist dein Bulk-Upload? Es ist ein bisschen so, eigentlich wie so eine E-Mail, wo du einfach alles reinpackst und dann per E-Mail einfach weiterleitest, weil dann lädst du ja auch schon mehrere Rechnungen auf einmal hoch, weil wenn ich das an jede Transaktion einzeln lade, das ist ja ehrlicherweise schon ein bisschen Arbeit, wenn man viele Transaktionen hat. Wenn ich sage, oh nee, das ist mir zu viel Arbeit, dann kann ich ja immer eine E-Mail machen, das ging schon die ganze Zeit, und das einfach in einer E-Mail 20 Belege einreichen. Ihr könnt das aber auch zum Beispiel über die Web-App einfach machen, dass ihr einmal alles markiert und dann einfach alles gemeinsam als Packen quasi einfach hochladet. Und dann matcht er das auch automatisch. Es kann immer sein, dass er bestimmte Belege nicht ganz erkennen kann. Mhm. Und dann kannst du aber das zuordnen. Und das ist relativ easy. Das heißt, du siehst deinen Beleg, du siehst die einzelnen Transaktionen, die noch keinen Beleg haben, klickst das einmal durch und dann ist alles zusortiert und wir haben alle Belege. Das heißt, das ist wirklich, wenn ihr das einmal in der Woche macht, pro Woche 10 Minuten Arbeit. Ja. Wenn ihr nicht so viele Transaktionen habt, macht ihr das einmal im Monat. Ja. Idealerweise immer am Ende des Monats. Dann ist es einmal aufgeräumt und dann ist gut. Und das in Kombination mit der Weiterleitungs-E-Mail. Also wenn ihr länger als 10, 15 Minuten im Monat dann noch für eure Buchhaltung braucht, dann ruft mich an und erklärt mir, woran das liegt. Nicht, Joa! Was passiert denn dann mit den Belegen? Dann sind die ganzen Belege im System. Die Transaktionen haben wir, die sind durch die Kontoführung im System. Mhm. Dann haben wir auch noch alle Belege. Was passiert denn anschließend mit den Belegen? Erstmal geht das System durch. Ja, das heißt, wir haben so Automatisierungsregeln, die erstmal im ersten Schritt gucken, wie ich vorhin schon sagte. Ne? Name wird durchgeguckt, Datum wird durchgeguckt, von wem kommt das. Das heißt, dieses System erstellt erstmal einen Buchungsvorschlag. Dieser ist definitiv nicht endgültig. Ja? Also das heißt, sobald da ein Beleg hoch ist und so eine Transaktion kommt, ein Vorschlag, der ist nicht endgültig. Und das verläuft im ersten Sinne automatisch. Dann später werden wir aber alles anhand der Belege nochmal nachprüfen. Ja, um gerade kurz vor der Umsatzsteuervormeldung prüfen wir die Belege nochmal durch, um zu schauen, ob das so passt. Ja, deswegen, das ist ganz, ganz wichtig, weil da gibt es immer viel Verwirrung und Angst. Oh, das habt ihr schon wieder falsch gemacht. Es ist ganz wichtig, in der klassischen Kanzlei nennt man das immer Vier-Augen-Prinzip. Ja. Das heißt, da bucht einer alles durch und dann gibt es aber immer noch jemanden, der fachlich auch in der Regel noch mehr Ahnung hat und Erfahrung hat in dem Bereich, der quasi so eine Qualitätskontrolle macht und das alles nochmal kontrolliert. Wir haben die Erfassung automatisiert. Da gibt es verschiedene Algorithmen, Machine Learning, künstliche Intelligenz, die quasi daran arbeiten, das Ding automatisch zu lesen. Das basiert dann natürlich auf vergangenen Transaktionen, alleine auf den Transaktionsdaten in der Transaktion, aber auch den Belegen. Mhm. Das heißt, je mehr oder je schneller ihr uns auch die Belege schickt, zum Beispiel durch eine Weiterleitungsregel, desto akkurater arbeitet so dieser Algorithmus. Ganz, ganz wichtig, das wird nicht blind übermittelt. Auf keinen Fall, wie gesagt, Vier-Augen-Kontrolle. Gut, das System hat keine zwei Augen, aber theoretisch, das wird auch übernommen. Es gibt auch intern tatsächlich dieses Vier-Augen-Kontrolle. Ne? Es kommt einer, der sagt, er bucht es vor und wenn derjenige sich unsicher ist, ja, dann klickt er auf den Knopf, da wird es nochmal extra markiert, dass dann nochmal ein zweiter drüber guckt. Es gibt wirklich das Vier-Augen-Prinzip. Deswegen da auch absolut keine Sorge. Die Frage bekommen wir relativ häufig. Das geht so nicht raus. Entscheidend ist immer, also untermonatlich, ihr könnt uns gerne immer auch schreiben. Weil so ein paar Sachen können wir nicht einordnen, wenn wir nicht Informationen von euch bekommen. Also ich nehme mal ganz klassisches Bahnticket. Es kann ja sein, dass ihr eure Oma besucht. Es kann aber auch sein, dass ihr auf eine Messe fahrt, die beruflich veranlasst ist. Und der Besuch bei der Oma ist in den allermeisten Fällen zumindest eher privat. Und der Messebesuch in der Regel eher geschäftlich. Das sehen wir nicht. Wir sehen halt ein Bahnticket und eine Transaktion an die Deutsche Bahn. Das heißt, da brauchen wir Informationen von euch, um das vernünftig einordnen zu können. Und da könnt ihr euch jederzeit immer an uns wenden und uns schreiben, aber auch wenn ihr zwischendrin Fragen habt. Also auch gerade auch solche Fragen, wie kann ich das eigentlich absetzen? Ist das jetzt eigentlich privat und betrieblich? Ja. Und was ist, wenn ich erst zu meiner Oma fahre und dann aber weiter zu einer Messe fahre, dann aber von der Messe direkt nach Hause fahre? Dann habe ich ja 3 Bahntickets und was davon kann ich eigentlich absetzen und welchen Prozentsatz und so weiter? All diese Fragen könnt ihr uns gerne jederzeit einfach in der App fragen. Dafür sind wir ja der Steuerberater, dass wir genau für solche Sachen euch auch die Antworten geben können. Ich finde es sehr gut, gerade wenn man vorher halt überlegt und vorher fragt und man es dann richtig ansetzen kann. Gerade in der Bahn, man sitzt ja eh in der Bahn und kann man auch kurz nochmal fragen. Hey, Contest! Warum machen wir denn die ganze Buchhaltung? Das heißt, wir machen jetzt die laufende Buchhaltung, wir erfassen das und so weiter. Warum denn der ganze Spaß? Damit in den allermeisten Fällen eine Umsatzsteuervormeldung entstehen kann. Das Finanzamt will nämlich wissen, was ihr da so eingenommen habt.
Und dann auch die Umsatzsteuer, die ihr von euren Kunden eingenommen habt, dann eben auch bekommt. Das richtig. Das heißt, am Ende ist der ganze Spaß der laufenden Buchhaltung, den macht man eigentlich nur laufend für die Umsatzsteuer. Eigentlich nur. Auch die Steuererklärung, die machst du nur einmal im Jahr. Das heißt, die eigentliche Gewinnermittlung wäre auch ausreichend, wenn ihr es einmal im Jahr macht, einfach wenn ihr die Steuererklärung macht. Aber da die Umsatzsteuer regelmäßiger gemeldet werden muss, und zwar entweder pro Monat oder pro Quartal, muss das alles auch laufend schon passieren. Genau. Und das Ganze, also diese Umsatzsteuervoranmeldungen, die man dann unterjährig macht, das muss immer innerhalb von 10 Tagen gemacht werden. Das heißt jetzt, Beispiel haben wir aufgeschrieben hier, die Umsatzsteuervoranmeldung. Ich versuche immer auf Abkürzungen zu vermeiden. Immer wenn ihr eine Abkürzung bei uns seht, die ihr nicht sofort versteht, seid ihr nicht doof, sondern wir sind doof, weil wir vergessen haben, dass wir es abgekürzt haben, obwohl wir uns streng vorgenommen haben, nie irgendwas abzukürzen. Deswegen an diesem Fall USTVA heißt Umsatzsteuervoranmeldung. Das heißt, diese Voranmeldung für April beispielsweise, die muss halt bis zum 10. Mai abgegeben werden und dann auch bis zu 23.59 Uhr. Und dann ist es pünktlich abgegeben beim Finanzamt. Also wieder ein Punkt mehr, die Belege zeitnah einzureichen, dass wir diese 10 Tage das auch einhalten können, die Umsatzsteuervoranmeldung fristgerecht einzureichen. Ganz wichtig an dem Punkt ist mir vor allen Dingen, dass die Frequenz, ja, also die Umsatzsteuervorauszahlungsfrequenz das Finanzamt festlegt und nicht ihr oder wir uns irgendwie aussuchen könnten, wie wir es machen wollen. Nein, das entscheidet wirklich das Finanzamt. Können wir auch leider nichts dran ändern. Also man kann viel ändern und Anträge beim Finanzamt stellen, eure Frequenz, also wie oft ihr eigentlich die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben wollt, haben wir kein Mitspracherecht. Das basiert immer auf der Höhe der Umsatzsteuer, die ihr im letzten Jahr bezahlt habt. Das heißt, da können wir auch gar nichts für euch machen, außer euch helfen, sie überhaupt zu machen. Ja, genau. Und ein wichtiger Punkt auch noch, weil ich das regelmäßig höre, was ist denn eigentlich, ich habe häufiger die Anrufe bekommen, was ist, wenn der 10. denn ein Sonntag beispielsweise ist und dann ist der Freitag der letzte Arbeitstag. Und ich kriege das immer regelmäßig mit, dass die Leute dann nervös werden an einem Freitag im Sinne von, oh, es kommt doch, wann kommt das denn? Weil am Sonntag ist ja der 10. und ich muss ja bis zum 10. fertig haben. Ja. Wenn die Frist auf einen Sonntag oder einen Feiertag fällt, dann ist erst der nächste Werktag der Fristtag, der Tag, was abgegeben werden muss. Genau, deswegen keinen Stress machen. Natürlich kann man es theoretisch auch am 9. machen. Wir haben es uns zur Gewohnheit gemacht, selbst wenn wir vorher fertig sind, das am 10. zu übermitteln, weil da ist eh die Deadline und eventuell ändert sich ja noch was oder fällt euch noch was ein oder was auch immer. Dann haben wir halt bis zum 10. Zeit. Es hat keinerlei Vorteil, das am 1. zu geben. Man kriegt nicht wie in der Schule durch frühes oder abgeben oder melden oder so, hat man keinerlei Vorteile. Das ist das Finanzamt, die geben euch keine 1+. Wichtig ist, dass es am 10. dann passiert. Aber ob ihr das nun am 1. oder am 2. oder 3. habt ihr keinerlei Vorteile. Und von daher haben wir uns entschieden, wir wollen die Zeit dem Finanzamt auch nicht schenken und dann halten wir uns das Fenster eher noch offen. Genau, mir ist es ganz wichtig, an der Stelle nochmal kurz zu sagen, wenn du dir unsicher bist, ob du auf deine Umsatzsteuerfrequenz monatlich oder quartalsweise ist, melde dich bei uns. Ja, also da gerade die Neugründer, die eben nicht wissen, oh, was habe ich denn im Vorjahr verdient oder ich habe den Brief nicht zur Hand oder ich habe das Ganze überlesen, dann lieber einmal mehr melden, damit wir das für euch gegebenenfalls prüfen können. Richtig. Und diese ganze Frequenz ist tatsächlich aus einem ganz anderen Punkt auch wichtig. Einmal natürlich, damit wir es zu richtigen Terminen abgeben, weil wäre jetzt blöd, wenn wir April abgeben am 10. Mai, ihr seid aber eigentlich quartalsweise und seid im zweiten Quartal. Das zweite Quartal geht nämlich vom April bis Juni und dann hätten wir es im Juli abgeben müssen. Das ist dann schon doof, wenn das Finanzamt dann laufend Umsatzsteuervoranmeldungen bekommt, die eigentlich so nicht richtig sind von der Zeit. Auch das ist kein Weltuntergang, absolut nicht, aber das muss jetzt auch nicht sein, dass man das laufend macht. Und deswegen ist die Frequenz wahnsinnig wichtig. Aber die Frequenz ist gerade, wenn du neu bei uns bist, auch aus einem ganz anderen Grund wichtig. Und zwar, wann fangen wir eigentlich an? Also ab wann übergebt ihr uns den Staffelstab und ab wann sollen wir ihn übernehmen? Das ist eine durchaus wichtige Frage, weil in der Übergang sollte nicht passieren, dass irgendjemand irgendwann mal 2 Umsatzsteuervoranmeldungen abgegeben werden oder gar keine, noch schlimmer. Genau, deswegen also da auch gerne nochmal mitteilen, wenn ihr merkt, oh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es ist ein guter Punkt, uns mitzuteilen, dass wir das nochmal prüfen sollen. Und auch für euch nochmal, okay, mir ist ganz wichtig, dass die Umsatzsteuervoranmeldung ab euch und keine Ahnung, die Umsatzsteuervoranmeldung davor macht noch mein voriger Steuerberater oder mache ich noch selber. Ja. Dass man da ganz klar weiß, okay, wann beginnen wir mit der Arbeit für euch. Genau, und da halt auch wichtig, man kann nicht innerhalb eines Zeitraums wechselt. Bei einem Monat ist relativ klar, dass wir nicht am 15. Juni übernehmen können, sondern dass es entweder der 1.6. oder der 1.7. sein muss, ist noch relativ klar.
Das gilt aber auch für Quartalsbuchhaltungen. Das heißt, wenn dein Voranmeldezeitraum das Quartal ist, dann können wir nicht am 1.5. oder am 1.6. für euch übernehmen, weil es muss halt eine Umsatzsteuervoranmeldung fürs gesamte Quartal gemacht werden und wir können entweder das gesamte Quartal machen oder das gesamte Quartal nicht machen. Das heißt, wir können nicht nur ein Drittel oder zwei Drittel von einem Quartal machen. Das geht nicht. Und deswegen ist es auch wahnsinnig wichtig, dass du weißt, welchen Voranmeldezeitraum du hast und dass wir ganz klar absprechen, wie du es gerne haben möchtest. Genau. Sonst da kriegen wir gleich Ärger mit dem Finanzamt, dann kommen gleich wieder Rückfragen im Sinne von, wisst ihr eigentlich, was ihr da tut? Deswegen ist diese Absprache wirklich wahnsinnig wichtig. Und wenn wir darüber noch nicht explizit gesprochen haben, schreib uns am besten jetzt, öffne jetzt deine Contest-App, schreib uns einmal ganz kurz, ey, ich glaube, ich bin quartalsweise. Oder von mir aus auch, ich habe irgendwas mit der Umsatzsteuer gerade gehört, weiß aber ehrlicherweise gar nicht, was Sache ist und wie das bei mir eigentlich ist, schreib das einfach, dann kümmern wir uns darum. Das Schöne ist an der Stelle, wenn du gerade neu anfängst, kannst du auch die Möglichkeit, den Welcome Call zu buchen. Das wäre dann ein sehr guter Punkt, den wir da gemeinsam besprechen können. So sieht das aus. Wie viel müsst ihr eigentlich bezahlen? Das ist auch immer eine Frage, die relativ gerade bei langen Zeitraum, also Quartal beispielsweise, klar, wir bereiten das vor, wir übermitteln das Finanzamt, aber wie wisst ihr denn eigentlich, was ihr bezahlen müsst? Wir können euch auf jeden Fall garantieren, dass das immer pünktlich fertig sein wird. Wir halten die Deadline. Führt ehrlicherweise intern auch immer ein bisschen dazu, dass das gerade das Buchhaltungsteam vor dem 10. immer ganz schön im Stress ist. Das ist jetzt gerade der 10. aber ihr könnt jederzeit mit jeder einzelnen Transaktion quasi euch auf eurem Contest-Konto anschauen, wie viel ihr denn zahlen müsst. Ich habe euch das eingangs, als wir über das Bankkonto gesprochen haben, ja schon gezeigt, dass wir einen Reiter haben, also einen Steuertopf haben, nur für die Umsatzsteuer. Und das ist jetzt, ich habe es nochmal eingeblendet, den Screenshot. In diesem Fall 2.322 Euro. Und das ist genau das, was ihr denn in der nächsten Umsatzsteuervoranmeldung zahlen müsstet. Das heißt, ihr habt eigentlich jederzeit einen Einblick darüber, wie viel ihr denn da eigentlich zahlen müsst. Ihr bekommt aber rund um den Stichtag auch immer noch eine E-Mail mit dem Übertragungsprotokoll und so weiter. Da steht auch drin, wie das genau ist, weil hier ist es natürlich auch gerundet. Ja. Und es könnte eventuell auch sein, dass bestimmte Dinge, was ich euch dringend abraten möchte, bestimmte Dinge nicht übers Konto gelaufen sind, die ja trotzdem eventuell einen Einfluss darauf haben kann. Ja. Das heißt, dieser Betrag kann schon minimal abweichen. Aber da könnt ihr sehr genau davon ausgehen, dass das sein wird, was ihr zahlen müsst. Nächster Schritt ist denn, wir wissen also, Kontoführung ist am Start, Belege sind da, wir haben sie gebucht, wir haben die Frist gehalten. Was passiert denn am Stichtag? Ihr müsst bezahlen. Ja, tatsächlich. Es kommt halt drauf, ob es entweder eine Steuererstattung rausgekommen ist oder eine Zahllast. Die teilen wir euch mit. Und wenn es eine Zahllast ist, dann müsst ihr die innerhalb von 3 Tagen bezahlen. Deswegen kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, ein SEPA-Lastschriftmandat beim Finanzamt einzureichen. Das hat schon vielen meinen Mandanten damals in der Kanzlei und auch hier sehr geholfen. Weil wir fassen euer Geld nicht an. Ja, also auch wenn wir jetzt die Bank sind, sagen wir nicht, wir überweisen das für euch, das müsst ihr noch selber tun. Und um das nicht zu verpassen, macht lieber einen SEPA-Lastschriftmandat. Dann müsst ihr auch das nicht im Kopf haben, wenn ihr im Urlaub seid, wenn ihr Stress habt und solche Sachen. Ich meine, es gibt deutlich wichtigere Dinge als Steuern. Ja, man muss sich einmal die Zeit nehmen, deswegen schön, dass du hier das dabei bist. Aber natürlich gibt es wichtigere Sachen im Leben als ein Selbstständiges, als daran zu denken, dass man am 10. da jetzt noch eine Überweisung machen muss. Ganz, ganz wichtig. Und der Betrag muss auch, wenn ihr jetzt sagt, der 10., das ist schon viel zu spät, ihr habt 3 Tage Zeit, das zu bezahlen. Das heißt, bis zum 13. und dann muss das Geld auf dem Konto des Finanzamtes sein. Und dann ist alles fein. Ihr müsst euch jetzt nicht gestresst fühlen, wenn ihr erst am 10. erfahren, was ihr eigentlich insgesamt bezahlen müsst. So ungefähr wisst ihr es ja schon. Und wie du gesagt hast auch, das Einfachste ist Lastschrift. Dann nimmt sich das Finanzamt nämlich einfach das Geld von eurem Konto. Wir können es nicht, wir dürfen es nicht anfassen, wir werden es auch nicht anfassen. Ihr könnt dem Finanzamt direkt die Erlaubnis geben. Wenn ihr da Hilfe braucht, können wir euch das gerne auch irgendwie vorbereiten und so weiter. Aber wir dürfen das tatsächlich dem Finanzamt auch nicht erteilen. Das heißt, auch wir dürfen dem Finanzamt auch nicht einfach mitteilen, dass sie bitte das Geld von euch nehmen dürfen. Das ist euer Geld und ihr müsstet deswegen dieses SEPA-Lastschriftmandat selbst beim Finanzamt einreichen. Ist ein bisschen blöd gemacht vom Finanzamt, weil es tatsächlich nicht ein Formular gibt, sondern es ist pro Bundesland anders. Genau. Das heißt, ich kann dir jetzt auch nicht das eine Formular schicken, weil es gibt halt pro Bundesland ein Formular. Aber auch jetzt wieder direkt die Contest-App zücken, direkt schreiben, ich hätte gerne ein Lastschriftmandat beim Finanzamt, dann schicken wir euch die Vorlage und die Anleitung und so weiter und dann könnt ihr es direkt machen. Und dann könnt ihr eigentlich auch alles vergessen. Das ist so, ich liebe das Wort
Wort Set-it-forget-it-System. Mhm. Du setzt es einmal auf und dann kannst du es vergessen. Wenn die Belege immer bei uns sind und ihr das Konto sauber benutzt, dann müsst ihr eigentlich nichts machen. Wir machen die Umsatzsteuervoranmeldung, ihr kriegt alle Informationen, ihr könnt jederzeit reingucken, das Finanzamt bucht dann ab und ihr habt wirklich nichts damit zu tun. Das heißt, ihr könnt es vergessen. Set-it-forget-it. Das ist so der Plan, wie wir auch Buchhaltung denken. Und alle unsere zukünftigen Entwicklungen bauen auch immer darauf auf, es euch noch einfacher zu machen. Wir wollen euch wirklich, was das betrifft, absolut den Rücken frei halten. Ihr solltet keine Zeit investieren in die Buchhaltung. Das ist so eine Grundüberzeugung. Kein Selbstständiger sollte sich mit so einem Mist die Zeit vertreiben. Schön. Aber wir machen die Buchhaltung nicht nur fürs Finanzamt. Es gibt auch manchmal Auswertungen. Ja, vor allen Dingen für euch. Also ihr wollt ja auch ein bisschen wissen, wo steht ihr? Kann ich mir privat auch mal das oder dies leisten? Das heißt, alle Auswertungen, vor allen Dingen wie die Umsatzsteuervoranmeldung, bekommst du direkt in der App. Betriebswirtschaftliche Auswertungen, Abkürzung BWA, kriegst du auf Anfrage und auch sonstige Einkommensnachweise. Kurz schreiben, dann machen wir euch die fertig. Kriegt ihr sehr schnell von uns zur Verfügung gestellt. Ja. Wofür braucht man sowas? Werdet ihr wahrscheinlich sowieso wissen. Ich war auch jahrelang selbstständig. Was ganz Erste, wer das immer haben will, sind Vermieter. Ja. Muss immer eine Gehaltsabrechnung einreichen normalerweise. Habt ihr als Selbstständige nicht, ihr habt halt eine BWA. Kreditgeber, manchmal auch, wenn du so Fördergelder bekommst, dann musst du laufend das nachweisen, wie viel du bekommst. Krankenkassen wollen das regelmäßig sehen. Elterngeldstelle, stimmt, genau, auch gerade erst selber gehabt. nee, aber deswegen, da braucht ihr überall eine BWA. Die bekommt ihr auch gerne von uns, kostet nichts extra, schreibt uns auch einfach über die App und wir bereiten das vor. Genau. Und vielleicht schreibt ihr uns auch dazu, wofür ihr das braucht, weil manchmal ist es besser, wenn ihr noch so eine Unterschrift und einen Stempel von einer Autoritätsperson, so einem Steuerberater zum Beispiel. Nein, also ihr kriegt gerne das auch für den Zweck, den ihr da habt, kriegt ihr das. Wir zeigen euch das auch gerne einmal, wie das aussieht. So, jetzt sitzen wir im Weg, deswegen nehme ich uns mal raus. So sieht das aus. Also natürlich nur das Oberste. So sieht das Ganze ungefähr aus. Ihr kriegt halt so eine Seite, da sind dann die kumulierten Daten. Deswegen, wenn ihr sowas braucht, schickt uns gerne einfach mal, sagt, ich brauche eine BWA. Sagt uns immer bitte immer den Zeitraum dazu, weil wir können das fürs ganze Jahr machen, wir können das nur für den letzten Monat machen. Vermieter zum Beispiel wollen in der Regel immer die letzten 3 Monate sehen. Und dann, genau, bereiten wir halt die letzten 3 Monate vor. Genau. Und genau, wenn ihr jetzt noch dazu sagt, ich brauche da nochmal Nachweis, eine Bestätigung, dass das richtig ist oder plausibel ist oder wie auch immer, dann schreibt ihr das dazu und dann haben wir da. Juri ist unser Steuerberater, der freut sich immer darauf, Stempel vergeben zu können. Dann macht er nochmal einen Stempel drauf und dann wirkt das Ganze ein bisschen offizieller. Ja, manchmal hilft das. Also es ist ja immer so ein bisschen, man ist ja ganz häufig so ein bisschen verloren als Selbstständiger, weil man so ganz viele Dinge, also benachteiligt ist im Vergleich zu Angestellten, weil Angestellte einfach immer ihre Gehaltsabrechnung haben. Und das ist auch der Grund, warum ihr uns da am besten einmal kurz schreibt und dann bereiten wir dir das vor. Dauert in der Regel nicht länger als 1-2 Tage. Ja. Da sind wir relativ schnell. Wow, nächstes Thema. Ja. Wir haben Buchhaltung abgeschlossen. Wir haben jetzt die ganze Buchhaltung mit den Belegen alles fertig gemacht. Das ist natürlich nicht alles, was ihr steuerlich machen müsst, sondern das, was eigentlich so auch als Erstes, woran man denkt, sind natürlich Steuererklärungen. Und auch da helfen wir euch. Und auch da wollen wir, dass ihr damit eigentlich so wenig Aufwand wie nur irgendwie möglich habt. Und zwar fängt, ich würde mal sagen, der ganze Jahresarbeit, also dieser ganze Arbeitsblock, der einmal im Jahr anfällt, an mit ein paar abschließenden Buchhaltungsaufgaben, die zwar eigentlich Buchhaltung sind, die aber keinen Sinn ergeben, sie monatlich auch schon zu machen. Das haben wir vorhin schon erwähnt, ne? Das Arbeitszimmer gehört da definitiv dazu, zu schauen, okay, hast du ein Arbeitszimmer, arbeitest du im Homeoffice, muss man da irgendwas ansetzen, das guckt man sich einmal im Jahr an. Ein zweiter wichtiger Punkt wäre so das Thema Auto. Ja, das ist auch so, das guckt man sich ja einmal im Jahr an. Wie nutzt du das Auto? Wie hoch ist die betriebliche Nutzung? Hast du jetzt Fahrtenbuch, 1%-Regel benutzt, um dann das in die EUR-Einnahmenüberschussrechnung einfließen zu lassen? Ja, genau. Also vielleicht nochmal die Frage, warum machen wir das eigentlich nur einmal im Jahr und nicht gleich monatlich? Das ist nicht, weil wir faul sind, sondern weil, haben wir vorhin schon angesprochen, die meisten Dinge davon der Grund, warum man unterjährig, monatlich, quartalsweise eine Buchhaltung macht, ist meistens die Umsatzsteuer. Mhm. Und ehrlicherweise haben zwar sehr, sehr viel Aufwand, wenn man sie monatlich macht, allerdings ganz wenig Einfluss auf die Umsatzsteuer. Mhm. Auch sowas wie Abschreibungen und sowas. Oh. Wenn ihr eine Anlage gut habt und das abschreibt, hat umsatzsteuerlich überhaupt gar keine Auswirkung.
Deswegen ergibt das gar keinen Sinn, das monatlich oder quartalsweise zu machen. Deswegen gehört das einmal im Jahr, das zu machen, durchzugehen und das einmal im Jahr quasi glatt für das Jahr zu machen. Und dann hat das einen Einfluss auf die Einkommensteuer und auf die Gewerbesteuer, aber halt nicht auf die Umsatzsteuer. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, das machen wir halt einmal im Jahr zu eurem, also für euch macht es keinen Unterschied, für uns macht es einen Unterschied, dass das nur ein Zwölftel der Arbeit ist, weil wir es nur einmal im Jahr machen müssen. Genau, so ein paar Tätigkeiten hast du schon erzählt. Das sind Abschreibungen, Homeoffice, auch Verpflegungsmehraufwand, ganz wichtiges, ja, wenn ihr auf Reisen seid, könnt ihr ja auch immer Kosten für eure eigene Verpflegung als Pauschale absetzen, also nicht die tatsächlichen Kosten, aber so eine Pauschale. Da bekommt ihr dann auch eine Vorlage, könnt ihr alle eure Reisen eintragen, solltet ihr also gut dokumentieren. Aber auch das hat umsatzsteuerlich überhaupt gar keine Auswirkung. Und deswegen einmal im Jahr für die Einkommensteuer hat es dann eine Auswirkung. Barausgaben haben wir reingeschrieben. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir eine Regel haben, wir haben keine Barausgaben. Wenn das dann doch mal passiert und man das vergessen haben sollte, ja, und sich das Geld nicht aufs Privatkonto überwiesen hat, dann können wir es natürlich trotzdem für euch erfassen und angeben in der Steuererklärung. Dann müsst ihr aber damit rechnen, dass wir nur einmal im Jahr machen. Genau, das ist dann der richtige Zeitpunkt zu sagen, oh Mensch, das habe ich jetzt vergessen, aber ich habe das noch sammeln und dann mit zum Jahresabschluss mit einreichen. Richtig. Und die Anpassung, hast du auch gesagt, die Kfz-Besteuerung, das kann man auch immer nur einmal im Jahr anpassen. Das heißt, Sie können zwischen Fahrtenbuch und 1%-Methode nicht am 12. März wechseln und auch nicht am 7. August, sondern wirklich nur einmal im Jahr zum 1.1. Das ist der Grund, warum das Sinn ergibt, sich das einmal im Jahr sich anzuschauen, was ist jetzt gerade das Günstigere für mich und das dann einmal im Jahr anzupassen. Deswegen einmal im Jahr die Arbeit. Ja. Dann haben wir Steuererklärung. Genau, als Ergebnis der ganzen Buchhaltung hat man also quasi das Endergebnis von der Buchhaltung ist die Einnahmenüberschussrechnung. Und diese Einnahmenüberschussrechnung, die wandert dann in die Anlage IÜR. Und die Anlage IÜR ist eine Anlage von der Einkommensteuererklärung. Ein Kuchenstück. Und damit sind wir mitten beim Kuchen. Genau, da sind wir genau. Wieder beim Kuchen. Und deswegen, und darauf baut natürlich für Selbstständige, ist das natürlich das Fundament überhaupt. Das ist schon so der größte Kuchen, also das ist schon das größte Kuchenstück, muss man schon so sagen. Ich hole verdammt. Wie ist denn das mit den ganzen Kosten? Da gibt es meiner Meinung nach, oder so wie ich das mitbekomme im Alltag, auch immer viel Fragen, wann denn die Jahresabschlussrechnung kommt. Genau, da gibt es keine große Jahresabschlussrechnung, weil es ist in euren Gebühren schon mit drin. In den Kosten haben wir den Anteil sozusagen für die Buchhaltung, für die Steuerberatung und auch für die Einnahmenüberschussrechnung und Steuererklärung schon mit drin. Das ist damit dann schon abgegolten. Ja, man muss nur ein bisschen aufpassen, wenn man mitten im Jahr bei Kontist startet, so wie es ja jetzt gerade der Fall ist. Ja. Dann haben wir ja meinetwegen jetzt nur ab 1. Juni den vollen Beitrag und haben dann nochmal ein paar nachträgliche Gebühren für die Einnahmenüberschussrechnung und für die Steuererklärung im Nachgang. Ja, das heißt wirklich rein praktisch, wenn ihr Mitte des Jahres anfangt, dann zahlt ihr ab Mitte des Jahres unsere ganz normalen monatlichen Gebühren. Mhm. Das heißt, in den Gebühren immer der Abschlag für die Steuererklärung mit drin. Aber für die erste Jahreshälfte habt ihr das ja nie bezahlt. Mhm. Und diese Rechnung, die kommt dann noch. Für alle zukünftigen Jahre, wo ihr einfach vom 1. Januar bis zum 31.12. Dezember dann bei uns Kunde seid, da kriegt ihr keinerlei Einmalrechnung oder so. Das ist dann quasi alles drin. Genau. Zumindest in den Standardfällen, muss man so sagen, weil es gibt schon Möglichkeiten, wo wir extra was abrechnen. Als Beispiel, was ist, wenn ich denn jetzt noch Immobilienvermögen habe und 26 Immobilien parallel habe, die ich vermiete? Uiuiuiui, da schlackern mir die Ohren. Das sind dann Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Das ist eine Anlage, die wir jetzt dann bei den Soloselbstständigen nicht immer haben. Das würde dann extra abgerechnet werden. Das Gleiche haben wir tatsächlich auch so in solchen Fällen wie, wenn du schon ein Kind hast, was über 18 ist oder eben deine Ehefrau oder dein Ehemann noch Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit, also angestellt hat. Das sind so einmalige Gebühren, mit denen wir aber sehr transparent umgehen. Ja. Also die findet ihr auch alle auf unserer Internetseite unter kontist.com und dann Preise steht das auch sehr transparent nochmal da. Das mag genau. Ich sehr. Auch da die Erklärung ist, wir wollen einen Preis monatlich und immer alles gleich. Warum haben wir da jetzt bestimmte Dinge rausgenommen? Ich einfach nur fürs Verständnis, warum wir das machen. Wenn ich jetzt wirklich unser Kunde wäre und 26 Immobilien hätte, die ich vermieten würde, parallel noch Krypto-Trading mache und Bitcoin täglich kaufe und verkaufe und angestellt Job und ich bin verheiratet, meine Frau hat einen landwirtschaftlichen Betrieb und ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und dann kalkulieren wir unsere Preise so, dass jeder nur eine Pauschale monatlich zahlt und damit alles abgegolten ist. Dann würde jeder von euch
meine Steuererklärung mitfinanzieren, weil wir natürlich am Ende so eine Mischkalkulation machen, dass wir da natürlich kostendeckend arbeiten können. Und das wäre grandios unfair, ja, weil solche Kunden wie mich würde quasi auf Kosten aller anderen quasi eine super günstige Steuererklärung bekommen und alle, die simpel sind und alles einfach halten oder auch gut vorbereiten, die würden tatsächlich dann für mich mitbezahlen. Ja. Und das ist einfach grandios unfair. Und deswegen haben wir das ganze Preismodell so gemacht, dass so die Standardfälle, so in 95% der Fälle war so unser Benchmark, was wir erreichen wollten, dass 95% der Fälle unserer Kunden quasi mit dem Preis fein und fertig sind. Und die 5%, die irgendwo noch ganz besondere Special-Fälle haben, die müssen dann halt einfach mit extra Gebühren rechnen. Das ist, glaube ich, fair. Das ist bei jedem Steuerberater dieser Welt so. Da wird sowieso alles ganz individuell geregelt. Wir wollen das aber wirklich super transparent machen und auch gerade für diejenigen, die eine einfache Steuererklärung machen, wirklich sehr, sehr einfach machen. Aber deswegen wollten wir da nicht so Quersubventionierung unter den Kunden machen. Und deswegen ist das Preismodell so, wie es ist. Ist, glaube ich, denke ich, im Interesse aller. Ja. Außer von denen mit den 26 Immobilien. Die müssen halt ein bisschen mehr bezahlen, aber die würden auch überall den Preis mehr bezahlen. Definitiv. Eine große Frage ist da natürlich, wie kriegen wir denn die ganzen Informationen? Wir haben ja in der Buchhaltung jede Transaktion, Geld rein, Geld raus und wir haben die ganzen einzelnen Belege, haben wir ausführlich vorgestellt, wie das geht. Wie mache ich das denn bei den ganzen jährlichen Sachen mit meinen Arztrechnungen und Spendenquittungen und Kinderbetreuungskosten und ich will das nicht alles aufzählen, alle außergewöhnliche Belastungen und Sonderausgaben. Wie mache ich denn das? Ich finde es sehr schön, dass das hier so neben uns oder zwischen uns platziert ist. Das ist eine Ansicht in eurer App, die jetzt schön unterteilt ist und ich denke, das ist sehr leicht zu sehen. Steuerunterlagen hochladen. Ja? Das heißt, alle Belege, die du da gerade genannt hast, bitte genau da hochladen und falls nochmal ein Beleg für die Buchhaltung dazwischen kommt, dann da unten hochladen. ich finde, das ist sehr einfach und da auch wirklich genau, wenn das kriegt, ne? Krankenkasse hat euch den Bescheid geschickt, was ihr im Jahr zu bezahlen habt, dann zack, ab da oben rein und schon liegt es uns vor. Genau, das ist, glaube ich, so der wichtige Punkt. Auch der Unterschied zu anderen Steuerberatern. Bei anderen Steuerberatern habe ich auch viele Jahre in der klassischen Steuerberatung gearbeitet. Da wird einmal im Jahr so eine Checkliste rausgegeben und sagt, gib uns das jetzt alles. Und ich kann mich immer noch auch als Mandant selber daran erinnern, denken so, oh Gott, Krankenkasse hat mir einen Brief geschickt, daran kann ich mich erinnern. Das war, glaube ich, letztes Jahr im April und jetzt haben wir dieses Jahr Juni und wo bin ich denn jetzt diesen Beleg von der Krankenkasse von vor 14 Monaten? Das ist nicht ausgedacht, so hat er wirklich gedacht, ich kenne ihn. Stimmt auch. Ich weiß, meine Frau hat immer einen Ordner, hat das alles drin, aber auch selbst die muss erstmal blättern und suchen und hier und da und das ist auch blöd, wenn du eine lange Checkliste hast. Deswegen? Ich habe ein geordnetes Chaos. Gut, meine Frau hat einfach das Ruder übernommen, was das betrifft. Aber es ist super nervig. Und vor allen Dingen, warum? Weil es gibt ja schon einen Zeitpunkt, wo ich diesen Brief in Hand habe. Und zwar, wenn ich einen Brief aufmache und angucke und sage, okay, das ist für die Steuer wichtig, das muss ich jetzt dahin legen, wo ich noch in 14 Monaten weiß, wo es liegt, was nie funktioniert. Aber was ihr an der Stelle machen könnt, ist, geht in die Contest-App auf Steuern, geht auf hier, genau da, macht einmal ein Foto und dann seid ihr durch und dann könnt ihr mit dem Beleg machen, was ihr wollt. Das brauchen wir nicht mehr, weil wir haben ihn ja schon. Deswegen so schnell wie möglich, so in dem Zeitpunkt, in dem ihr das habt, einfach einschicken und dann könnt ihr es auch vergessen. So, jetzt aber. Set it. Forget it. Tada! Genau, das ist der Plan. Das ist auch der beste Umgang. Damit würdet ihr bei jedem anderen Steuerberater dieser Welt ein Riesenchaos auslösen, weil der so nicht denkt und arbeitet, weil der halt auch nicht eine App hat, durch die alles läuft, bei der alles digital systematisch abgelegt ist. Das hat mich früher tatsächlich verrückt gemacht. Ja? Also, wo ich noch in der ganz klassischen Steuerkanzlei gearbeitet habe, die Kunden und die Mandanten mir dort direkt geschickt haben, oh, ich habe das von der Krankenkasse bekommen, hier. Und ich habe mir angefangen, oh, jetzt muss ich aber gucken, wie ich das die nächsten 5 Monate irgendwo hinsicher, dass ich es dann noch weiß, wenn ich mit der Steuererklärung anfange. Hat mich nervös gemacht und jetzt freue ich mich, wenn ihr das sofort nutzt. Also deswegen ab. Einmal mit den Steuerunterlagen. Ab. Gut. Und dann haben wir eigentlich die Steuererklärungen durch. Wichtig an dieser Stelle ist natürlich, wir machen alle betrieblichen Steuererklärungen für euch und auch die private. Das heißt, die Umsatzsteuererklärung, Gewerbesteuererklärung und Einkommensteuererklärung. Und das ist dann wirklich auch einfach so in dem Preis drin. Wie gesagt, alle zusätzlichen Dinge, die findet ihr auch transparent auf der Webseite. Könnt das auch jederzeit natürlich einfach fragen und dann schicken wir euch das nochmal. Ein wichtiger Punkt ist, man hat einen Steuerberater ja jetzt nicht nur, um die Buchhaltung und die Steuererklärung zu machen, sondern auch, weil er heißt ja Steuerberater und nicht Steuerbuchhaltung, sondern Berater. Das können wir natürlich auch. Ich meine, wir sind eine Steuerberatung. Ja, wir machen Steuerberatung. Fantastisch. Unser Angebot ist natürlich sehr
exklusiv zugeschnitten für die Selbstständigen und auch vor allen Dingen auf die digitale Steuerberatung. Ich finde das sehr wichtig zu betonen, dass wir einfach auch spezialisiert sind, weil wir ja nicht über hier und das und das und das, sondern wir wissen ganz genau, wo sind die Fragen, wo sind eure Pain Points, ja? Und darauf ist unsere Beratung dann auch ausgerichtet. Genau, das ist, ich erzähle da immer ganz gerne das Beispiel von einem Anwalt oder einem Arzt. Ich nehme diesmal den Arzt. Mhm. Wenn ich mir den Fuß verstauche, ist doof, aber dann gehe ich nicht zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt, dann gehe ich auch nicht zum Frauenarzt, dann gehe ich auch nicht zum Internisten. Nein, aber ihr wisst, also es gibt für bestimmte Beschwerden bestimmte Spezialisten. Ja, manchmal gibt es auch den Hausarzt, zu dem ich als erstes hingehe und der leitet mich dann aber an Experten weiter. Genauso ist es beim Anwalt auch. Da erzähle ich jetzt keine private Geschichte, aber wenn ihr einen Verkehrsunfall baut, dann geht ihr auch nicht zum Familienrechtler oder Gesellschaftsrechtler oder sowas. Es wäre vollkommen irre zu glauben, dass das eine sinnvolle Idee ist. Bei Steuerberatern ist das aber häufig einfach der Fall, dass man einfach zu einem Steuerberater geht und der macht halt alles. Der macht Schenkungssteuer und Grundsteuer und Erbschaftssteuer und die Buchhaltung. Manchmal auch einen Jahresabschluss für eine Aktiengesellschaft. Mhm. Zwischendrin aber für Tante Erna dann auch noch die Rentensteuer, Einkommensteuererklärung, Lohn. Und ganz ehrlich, das kann man machen, führt aber in der Regel halt dazu, dass du halt die Probleme, die die einzelnen Mandanten und Kunden in dem einzelnen Bereich haben, gar nicht so gut kennst, weil man halt alles irgendwie können muss, was automatisch zulasten der Qualität geht. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir machen nur Solo-Selbstständige oder nach deutschem Steuerrecht begriffen Einzelunternehmen, sprich Freiberufler und Gewerbetreibende. Das ist das Einzige, was wir tun. Und wir nehmen auch nur welche, die rein digital arbeiten. Das heißt, Bargeldeinnahmen hat keiner unserer Mandanten. Wir machen auch keinen Versandhandel. Es gibt auch so ein paar andere Dinge, die wir einfach nicht machen, weil wir sagen, da gibt es andere, die können das besser, die können sich gerne darauf konzentrieren. Wir haben digital arbeitende Solo-Selbstständige. Ausschließlich. Und das können wir wirklich gut. Wir können eine ganze Menge auch einfach nicht. Und verstecken wir auch nicht. Ey, wenn du Hilfe bei der Grundsteuer brauchst, ja, dann gibt es dafür bestimmt auch spezialisierte Steuerberater. Wir sind es nicht. Wir können dir im Zweifel vielleicht auch einen Tipp geben. Nicht immer, weil ist halt nicht unser Business. Wie ein Gesellschaftsrechtler dir auch nicht weiterhelfen kann, wenn du geblitzt wirst und den Führerschein verlierst. So ist das. So ist das. Und ein ganz wichtiger Punkt, weil die Diskussion höre ich immer echt häufig. Wir sind eine richtige Steuerberatungsgesellschaft. Ich kriege das häufig mit dadurch, dass wir halt durch eine App kommunizieren, eine App haben und dass es Kontist auch schon lange gibt und so weiter. Glauben die viele Kunden immer, dass sie irgendwie mit so einem Bot sprechen oder naja, die sind irgendwie sowas wie so ein Service, aber ich weiß auch, naja, so ganz vertrauen kann man denen nicht, die sind ja keine richtige Steuerberatung. Falsch, wir sind eine komplett 100% richtige, legitimierte Steuerberatungsgesellschaft mit Mitgliedschaft in der Steuerberaterkammer und dem Steuerberaterverband und mit all das, was so ein Steuerberater halt macht. Das Einzige, was wir machen, ist, wir arbeiten ein bisschen digitaler. Das heißt, von der Reputation, dem Können und auch der Legitimation und auch tatsächlich auch mit der Haftpflichtversicherung, falls wir euch Bullshit erzählen und dann entsteht ein Schaden und so weiter. Natürlich gibt es da eine Berufshaftpflichtversicherung, die in solchen Fällen den Schaden übernimmt. Das ist hundertprozentig genauso wie bei jedem anderen Steuerberater auch so. Ja. Kein Unterschied. Dann gibt es noch Punkte von einzelnen Ansprechpartnern, was man vielleicht bei einem klassischen Steuerberater kennt. Genau, bei klassischen Steuerberatern kennt man natürlich, man hat dann so den einen Ansprechpartner, den einen Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin, die sich darum kümmern. Hier ist tatsächlich Kontist dein Ansprechpartner. Das heißt auch hier, ne, oh, ich habe mit verschiedenen Namen geschrieben, das sind auch alles Menschen. Das habe ich auch schon gehört. Nein, hier arbeiten wirklich ganz das viele. Das ist immer so frustrierend, auch das habe ich häufiger schon. Hallo Melchior, du bist mit Sicherheit ein Bot. Und ich mir denke so, nein. Nein. Hallo! Nein! Ich bin da. Schon mehrfach gehabt tatsächlich. Genau, dass wir wirklich alles Menschen sind, mit denen der schreibt. Aber ihr habt keinen festen Ansprechpartner. Wir sind im Hintergrund in Teams aufgeteilt. Hat sehr viele Vorteile aus meiner Perspektive. Ja, also ich denke auch nur, wie du gerade erzählt hast, an meine Arbeit in der Klassensteuerkanzlei, wo ich 30 Mandanten unterschiedlichsten Gesellschaftsformen, unterschiedlichsten Handwerksformen oder was auch immer betreut habe und alles wissen musste über Lohn, Buchhaltung, Steuererklärung in sämtliche Richtungen, hat mich viel von meinem Selbstwert mitunter manchmal gekostet. Ja, deswegen mag ich es, dass es hier so spezialisiert ist. Genau. Also geht auch ganz klar da auch, wie wir uns gesamt als Kanzlei sehen, ganz spezialisiert, machen wir das natürlich intern auch. Wir glauben wirklich daran, dass Spezialisierung und Fachwissen in bestimmten Bereichen gut und wichtig ist. Es ist natürlich auch für euch gut, weil wir auch
selbst wenn wir eine Antwort finden können, also Beispiel, wir haben eine Person, zwei Personen, die alle Fragen rund um Kfz-Anschaffung, Kfz-Versteuerung machen. Dann gibt es zwei Leute, die fast nichts anderes manchmal machen, weil wir natürlich auch häufig bei allen unseren Mandanten viele solche Anfragen haben. Natürlich kann ich euch auch die Antwort raussuchen. Die dauert dann halt aber ein bisschen. Die ist vielleicht nicht so gut, weil ich habe da nicht so viel Praxiserfahrung. Und wenn sie länger dauert, dann kostet sie unter Umständen auch tatsächlich mehr. Das heißt, ihr bezahlt mehr für eine schlechte Antwort. Und das ist halt doof. Und deswegen teilen wir das uns intern auf. Wir haben Experten für bestimmte Bereiche. Wir haben zum Beispiel auch das ganze Thema zusammenfassende Meldungen, was wir auch machen. Mhm. Nur an dieser Stelle wichtiger Hinweis, was wir bisher überhaupt nicht gar nicht erwähnt haben, machen wir natürlich für euch. Also müsst ihr nicht machen, übernehmen wir natürlich für euch. Aber auch da, das sind zwei Leute, die machen zusammenfassende Meldungen und die wissen genau, wie das funktioniert, welche Probleme da auch auftreten. Die wissen auch, was in der Kommunikation mit dem Bundeszentrale für Steuern und Finanzamt und so weiter da richtig ist und worauf geachtet wird. Die kennen sich damit wirklich richtig gut aus. Das heißt, sie sind da wirklich Spezialisten und wir wollen euch so gut wie möglich weiterhelfen. Und deswegen habt ihr mit mehreren Leuten zu tun in Contest. Genau. Ich kann euch nur dringend empfehlen, nutzt idealerweise für die gesamte Kommunikation so oft wie möglich einfach die Contest-App. Die könnt ihr über Browser-Version bedienen und da einfach im Chat schreiben oder halt in der Contest-App, also in der Smartphone-App könnt ihr da schreiben, weil dann sehen auch alle Kollegen die ganze Kommunikation vorher. Das ist für euch ein Riesenvorteil. Und das ist auch der Grund, warum wir das so gemacht haben und jetzt nicht gesagt haben, hier, Betty betreut mal hier die X-Mandanten und mach halt einfach alles für die. Ja. Würde auch gehen, wäre halt nur nicht so gut. Ja, und vor allen Dingen langsam, ne? Das meine ich so mit dieser schnellen Reaktion, können wir halt einfach auch gewährleisten, weil wir uns spezialisiert haben, jeder auch so ein bisschen das abarbeitet, was wo er ein Fable für hat. Ja? Also ich zum Beispiel dieses Around am Anfang willkommen heißen und schauen. Das ist quasi sowas wie der Hausarzt, wo man als erstes hingeht. Ich bin der Hausarzt, das ist tatsächlich so, es ist tatsächlich so. Ich bin hier der Hausarzt, ich nehme die neuen Patienten bei uns auf. Nein, die neuen Kunden bei uns auf. Schau, wo der Schuh drückt, an welcher Stelle wir ansetzen müssen, wo es vielleicht noch Sachen. Und da gibt es eine Überweisung zur Beratung oder zur Buchhaltung. Tatsächlich habe ich danach ein Notizfeld, da steht dann To-Do Accounting, To-Do Consulting, To-Do so, To-Do Onboarding und dann geht es so weiter. Ich bin der, das ist eine schöne Betitelung, ich hätte jetzt gerne Lead Tech Success, nein, Hausarzt Tech Success. Wichtig ist nur etwas, also mir persönlich, was ich halt immer wieder sehe, damit wir schnell reagieren können, damit ihr eine Antwort bekommt, die kompetent genug ist, gibt uns einen Kontext, ja, also wenn du eine App aufmachst und sagst, du willst irgendwas wissen, einfach nur zu schreiben PKW, damit können wir recht wenig anfangen. Deswegen gibt oder so ist nicht das Fahrtenbuch besser. Ja, keine Ahnung, das weiß ich jetzt so aus dem FF auch nicht, ob das für dich besser ist. Deswegen, wenn du uns schreibst, gib uns gerne ein bisschen Kontext dazu. Ne? Ja. Also ein bisschen ausführlicher. Okay, ich habe ein Auto, aber das ist eigentlich das Auto meiner Freundin. Ich nutze es aber sehr oft betrieblich. Ne? Das ist schon jede Information, die wir da mehr haben, wissen wir ganz genau, okay, der oder der oder der. Und schon ist es für euch und für uns, für alle effektiver. Genau, es ist am Ende zu euren Günsten. Also ich meine, wir fragen sowieso nach. Wenn wir so eine Anfrage kommen, fragen wir sowieso nach. Also du wirst nicht drum herum kommen, uns diese Informationen zu geben. Es ist aber halt tatsächlich ein bisschen einfacher und für euch deutlich schneller, wenn ihr einfach direkt am Anfang so viele Infos wie möglich einfach dazu schreibt. Was haben wir denn so alles für Beratungsthemen? Worüber kann man sich denn so alles bei uns beraten lassen? Grundsätzlich alles. Auch da muss man dazu sagen, wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft. Wir dürfen das alles. Und wir sind auch nicht dümmer als andere Steuerberater. Definitiv nicht. Aber natürlich haben wir unseren Schwerpunkt deswegen ganz klar auf Selbstständige. Natürlich könnten wir auch Grundsteuer machen. Grundsteuer nehme ich jetzt als Beispiel, weil das werden wir auch nicht tun. Aber es gibt ein paar Dinge, die wir ganz, ganz häufig machen und auch ein paar Dinge, für die ihr überhaupt gar keine extra Rechnung bekommt. Auch das ist sehr untypisch für Steuerberatung. Ja. Wir berechnen viele Beratungsleistungen gar nicht extra. Ja. Und zwar alles, was, ich würde mal sagen, alles mit dem laufenden Prozess der Buchhaltung und der Steuererklärung zu tun haben. All das, was wichtig ist für Buchhaltung und Steuererklärung, im Steuerberatersprech heißt das immer die deklaratorischen Tätigkeiten. Das heißt, das alles, was ich weiß nicht, kommt das aus dem Lateinischen, Französisch, ich weiß nicht, declare. Also das, was erklärt werden muss. Das heißt, alle Erklärungen in dem Zusammenhang sind, beraten wir euch gerne und ihr kriegt dafür auch keine extra Rechnung. Zum Beispiel,
ob ihr bestimmte Ausgaben absetzen könnt, wie ihr die Rechnung richtig stellt. Hier, ich habe einen Kunden, der sitzt in Tschechien und da, aber ich habe das eingekauft vorher in China. Wo muss ich jetzt eigentlich drauf achten? Bewirtungskosten, ganz häufiges Thema, auch immer wieder bitte richtige Bewirtungsbelege ausstellen. Generell Anschaffungen, Investitionen, auch wie man Investitionen vielleicht schnell auch abschreiben kann oder aber sogar schon die Kosten geltend machen kann, bevor man es eigentlich gekauft hat. All diese Dinge kann man tun, beraten wir euch gerne, kostet nichts extra. Ja. Und was wir schon erzählt haben, Verpflegungsmehraufwandspauschalen und auch schon ein paar Mal erwähnt, die Versteuerung von Firmenwagen und so weiter. Das ist alles Dinge, wo wir ohne Probleme helfen, wo ihr keine extra Rechnung bekommt. Aber wir helfen euch natürlich auch gern bei allen anderen Sachen. Also auch Betriebsprüfungen. Auch bei all den ganzen Sachen auch. Aber da müsst ihr halt eventuell damit rechnen, dass ihr einfach eine extra Rechnung dafür bekommt. Ihr könnt natürlich auch vorher gerne immer abfragen, wie viel Aufwand das ist und was wir dafür in Rechnung stellen. Da sind wir so transparent, dass wir euch vorher so einen Preis nennen, auf den ihr euch dann auch verlassen könnt. Sehr schön. Wie erreiche ich uns denn am besten? Habe ich schon so oft erwähnt, aber das kann man auch nicht oft genug erwähnen. Deswegen ist ab jetzt jede zweite Folie einfach nur ein Screenshot von unserer App, wo ihr uns schreiben könnt. Wir haben jetzt hier, guck mal, direkt hier neben meiner rechten Schulter, den Kundenservice. Stelle uns alle deine Fragen zum Banking, Buchhaltung und Steuern. Genau da gehört es rein. Einfach fragen. Fällt euch irgendwas auf, jetzt gerade sofort, zack, App auf, da reinschreiben, damit wir euch das beantworten können. Richtig. Und das könnt ihr natürlich auch über die Browser-Version einfach machen. Das heißt, das ist einmal jetzt die mobile App, ja, aber ihr könnt es natürlich auch einfach über den Browser einloggen und da schreiben. Letzter Punkt. Das ist aber nur ein Teil des Deals, weil wir können all das Ganze nur für euch machen, nur für dich machen. Also das heißt ja Set it, forget it, nicht forget it. Stimmt. Und deswegen müssen wir am Anfang erstmal das Set it erledigen. Das heißt, wir müssen das Ganze erstmal einrichten. Steuerberater, es ist eigentlich ganz witzig, wir reden relativ auch intern natürlich mit englischen Begriffen und so weiter. Die Steuerberatersprache ist noch eine ganz andere. Die Mandatsanlage, die muss natürlich vorgemacht werden. Das heißt, wir müssen vorher natürlich alle Informationen über euch überhaupt erstmal anlegen, damit wir überhaupt einen Überblick von euch haben. Und da brauchen wir einiges an Unterlagen. Was denn? Genau. Also wenn du schon eine Weile selbstständiger bist, dann hast du auch schon einen Einkommensteuerbescheid. Ja, den hätten wir gern. Da können wir ganz viele Daten schon so rauslesen. Deswegen ist der für uns Gold wert. Wenn du vorher deine Buchhaltung mit einem anderen Tool gemacht hast, dann wäre hier sehr notwendig, einen Steuerberaterzugang zu geben. Ja, kann man ganz vielen Tools einrichten, dass wir da einfach auch die vorherige Buchhaltung zugreifen können. Solltest du kein Tool benutzt haben, ne, dann bräuchten wir vielleicht die Daten von einem früheren Bankkonto und die dazugehörigen Belege. Bist du von einem Steuerberater vorher betreut worden, ne, dann brauchen wir von dem auf alle Fälle die Daten oder eben der gibt uns direkt die, oder du holst dir direkt die Buchhaltungsdaten von dem. Ja, wichtiger Hinweis an dieser Stelle, du bekommst auch noch eine Checkliste zugeschickt, kriegst du in den nächsten Minuten, dass du wirklich das einfach nochmal als Checkliste hast. Das hier ist einmal zu erwähnen, klar, darfst auch gerne einen Screenshot machen, aber, aber wir schicken dir auf jeden Fall auch noch einfach eine Checkliste zu und dann kannst du die einfach abarbeiten. Mir ist noch ganz wichtig an der Stelle zu sagen, wenn du gerade Neugründer bist oder gerade erst gründen willst, keine Sorge, sag uns das einfach, dass gegebenenfalls die steuerliche Erfassung noch aussteht, ja, oder du schon die steuerliche Erfassung ans Finanzamt übermittelt hast, dann wäre es ganz gut, wenn wir davon vielleicht die Kopie bekommen. Dann da höre ich ganz häufig, ja, ich habe einen Einkommensteuerbescheid, da war ich aber noch gar nicht selbstständig und dann wird man ein bisschen nervös. Nehmen wir trotzdem. Wir nehmen den Einkommensteuerbescheid trotzdem, aber dann bitte auch die Kopie der steuerlichen Erfassung oder einfach auch der Hinweis, wo du gerade stehst, hilft uns, damit wir dich richtig setten können. Ja, wirklich an dieser Stelle auch, wir nehmen wirklich immer den Steuerbescheid. Mir ist es eigentlich vollkommen egal, ob du damals selbstständig warst oder nicht, weil in diesem Steuerbescheid steht so viel drin. Da steht das zuständige Finanzamt drin, da steht deine Steuer-ID, deine andere Steuernummer für die Einkommensteuer, da steht dein vollständiger Name, zumindest, klar wirst du deinen Namen auch kennen, aber so wie du beim Finanzamt auch gespeichert bist, da steht wirklich ganz, ganz viele Informationen, viel mehr als dir wahrscheinlich bewusst ist, steht auf diesem Steuerbescheid und du kannst uns 26 Fragen beantworten oder aber du schickst uns einmal dieses Dokument und wir beantworten uns die Fragen selber. Deswegen ist es am einfachsten, wenn du uns tatsächlich den Steuerbescheid einfach zuschickst. Und deswegen, ich bin sehr immer darauf aus, diesen Steuerbescheid zu bekommen. Ist mir auch egal, ob du da selbstständig warst oder nicht, ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass es deiner ist, weil da stehen deine Infos drauf. Genau, und jetzt noch eine Auflistung von Dingen, die wir sonst auch noch so brauchen. Wie gesagt, ihr kriegst auch noch eine Liste. Ich denke, das macht es einfacher. Ja. Und dann
eigentlich alles, was du irgendwas über deine Steuern irgendwie hast, kannst du uns gerne zukommen lassen. Wenn du das gar nicht hast oder sagst, ach, hier habe ich, das muss ich jetzt zusammensammeln, das hat ja alles mein Steuerberater eigentlich bisher gemacht, umso besser. Dann ist ja alles schon an einem Ort. Ja, perfekt. Dann ist ja die Arbeit eigentlich schon gemacht, weil der Steuerberater, also dein vorheriger Steuerberater, kann uns die Daten alle zur Verfügung stellen. Kann er uns so übertragen, das Einfachste ist, also die allermeisten Steuerberater arbeiten mit DATEV. Das große grüne Logo kennt jeder Steuerberater, also wirklich absoluter Riesenmarktführer für Steuerberater-Software. Die können uns das einfach übertragen. Ja. Auch an dieser Stelle, wir arbeiten in erster Linie natürlich in unserer eigenen App, aber wir haben natürlich trotzdem DATEV auch in unserer Kanzlei im Einsatz. Also und können das deswegen alles übernehmen. Ja. Genau. Deswegen hier an der Stelle reicht es, wenn du uns einfach in der App kurz schreibst, die Kontaktdaten deines vorherigen Steuerberaters und dann setzen wir uns mit dem in Verbindung und die Listen, die du vorher gesehen hast, die sprechen wir dann direkt mit dem ab. Richtig. Dazu gehören auch die Daten generell aus den Vormonaten, weil wir haben jetzt ja sehr viel darüber geredet, wer bist du eigentlich? So denn hier Steuerbescheid und Adresse und Steuererklärungen und all solche Sachen. Was auch immer natürlich zugehört, wenn ihr unterjährig kommt, dass all das, was ist in der ersten Jahreshälfte eigentlich passiert. Das brauchen wir vielleicht nicht für die laufende Buchhaltung, wenn ihr da noch die Umsatzsteuervoranmeldung gemacht habt. Aber spätestens dann, wenn wir die Steuererklärung gemacht haben oder Steuererklärung machen, müssen wir das gesamte Jahr betrachten. Und da brauchen wir natürlich alles, was unterjährig passiert ist. Also hier alle Belege, rein, raus, Kassenbons, Kontoauszüge, idealerweise als digitale Datei irgendwie, als CSV oder Excel oder wie auch immer. Angaben zum Anlagevermögen auch wahnsinnig wichtig. Wir sollten wissen, dass du einen Mähdrescher im Anlagevermögen hast. Vielleicht auch nicht, aber all das, was du da an Anlagevermögen hast, das sollten wir wissen, weil das natürlich einen Einfluss auf deine diesjährige Steuererklärung hat, die wir für dich erstellen wollen, wir aber nur können, wenn wir wissen, was du da am Anlagevermögen hast. So viel dazu. Dann gibt es noch ein letztes Thema. Ja. One last thing. Was wir von euch brauchen, ist eine Unterschrift. Eine Unterschrift unter der Steuerberatervollmacht. Genau, Vollmacht ist quasi, und das möchten wir an der Stelle auch ganz transparent sagen, ist für euch was Gutes, weil wir übernehmen quasi eure Vertretung und Empfang von Dingen vom Finanzamt. Es ist ja in der Regel so, also zumindest wenn du es alleine gemacht hast, dass das Finanzamt bei allem, was das Finanzamt will, mit dir spricht, dir die Briefe schickt, dir, egal was los ist, sich bei dir meldet und auch dir die Fragen stellt und auch du dann die Steuererklärung übermittelst. Wir wollen ja so viel wie möglich von dir wegnehmen. Set it und dann forget it. Nicht set it und ich muss mich immer noch drum kümmern. Auch das nicht. Das heißt, wir wollen gerne das alles übernehmen. Das heißt, das Finanzamt, wenn sie eine Frage haben zu deiner Buchhaltung, zu deiner Steuererklärung, melden die sich bei uns. Wir informieren euch und halten euch natürlich immer auf dem Laufenden, aber wir kümmern uns sofort selber darum. Das heißt, ihr müsst uns jetzt nicht irgendwas hin und her schicken, weiterleiten und so weiter, sondern wir wissen sofort Bescheid. Ihr seid informiert, aber wir kümmern uns. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dafür brauchen wir diese Vollmachten. Diese Vollmacht einzurechnen, die dauert manchmal leider ein bisschen. Da gibt es so eine Vollmachtsdatenbank und so weiter. Das dauert einfach ein bisschen bei den Finanzämtern, bis das übertragen ist. Deswegen brauchen wir diese Vollmacht so früh wie nur irgendwie möglich. Vorher dürfen wir nämlich gar nichts tun. Und das ist auch, das ist wirklich wichtig, weil vorher können wir einfach euch auch nicht weiterhelfen und können auch bestimmte Dinge gar nicht abfragen. So, bin ich weitergeschaut. Vorher können wir auch einfach nichts machen für euch. Und deswegen ist es ganz wichtig. Es sind quasi zwei Vollmachten oder zwei Begriffe. Ist einmal Empfang, ist natürlich, dass wir die Unterlagen bekommen. Vertretung heißt, wir dürfen quasi auch in eurem Namen antworten. Das heißt, wir machen Steuererklärungen. Das Finanzamt sagt, das Homeoffice, das sieht aber relativ hoch aus. Bitte zeig uns mal alle Belege, die du letztes Jahr hattest zu diesem Homeoffice. Und warum machst du das eigentlich? Darfst du ja gar nicht, wegen Paragraph XY. Dass dieser Brief an uns zu uns kommen darf, das ist quasi die Empfangsvollmacht. Und dass wir sagen können, ey, mach nicht so einen Stress, ist alles richtig so. Das ist dann die Vertretungsvollmacht, die wir brauchen. Deswegen in beide Richtungen brauchen wir beides. Aber das geht auch direkt in der App, direkt im Anmeldeprozess, dass ihr das einmal unterschreiben könnt. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und dann haben wir noch, also das war das letzte Wichtige und das andere ist eher das richtig, was Positives, ein Hinweis auf das, was wir so machen. Genau, was mache ich denn, wenn ich jetzt gerade am Samstag um 17 Uhr wach werde und unbedingt eine Frage habe? Oder noch besser, ich habe mich mit einem Freund unterhalten und der hat mir gesagt, dass... Oh, ich habe gehört, das kann ich irgendwie absetzen. Ich habe gehört, dass ich doch eine Rolex als Betriebsausgabe irgendwie absetzen kann. Warte mal bitte kurz, das ist dann die Antwort, die du deinem Freund bitte gibst und einmal kurz hier auf unseren YouTube-Kanal switcht und dir mal raussuchst das passende Video dazu. Richtig, wir laden regelmäßig viele Videos hoch auf unseren YouTube-Kanal.
alle kostenlos. Inzwischen dürften wir bei 200 und mehr sein. Die sind auch alle aktuell. Also wir garantieren, dass das wirklich aktuell ist. Wir sind Steuerberatung, das ist 100% akkurat. Wenn ihr anfangt zu googeln, dann findet ihr unfassbar viel Quatsch im Internet. Ganz wild durcheinander. Hat uns extrem immer gestört. Deswegen haben wir gesagt, müssen wir halt die Quelle werden, wo die Informationen stehen. Und vor allen Dingen auch nicht nur, weil ein Video jetzt viel Klicks bekommt und auf YouTube irgendwie was macht. Wir nehmen das offline. Sobald es eine Gesetzesänderung gibt und da stimmt etwas nicht mehr, aktualisieren wir das, nehmen das Nicht-Aktuelle raus. Das heißt, all das, was ihr da irgendwie in dem Video seht, darauf könnt ihr euch verlassen, dass es richtig ist. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch die Kommentare zu schreiben. Und wir haben auch tatsächlich Fachleute, die da sitzen und deren Hauptjob es ist, all diese Kommentare zu beantworten. Das heißt, auch da könnt ihr direkt Fragen stellen. Aber ihr könnt nicht nur da Fragen stellen, wenn ihr sagt, ja, auf YouTube kann ja jeder Fragen stellen. Stimmt. Ihr könnt euch auch noch woanders anmelden und die Fragen stellen. Und auch da blende ich mal uns ganz kurz aus. So sieht das Ganze aus. Und zwar, was sieht so aus? Das ist unsere Contest-Community. Ja, wo wir wirklich alle miteinander kommunizieren und Fragen stellen können und auch die Videos teilen und so. Super tolle Plattform und ich möchte euch wirklich bitten, die zu nutzen. Nutzt das. Genau, und da könnt ihr auch alle Fragen stellen und auch da haben wir Leute, die dann da direkt antworten. Weil natürlich könnt ihr uns im Chat schreiben, gar kein Problem, wir antworten euch gerne, aber manchmal gibt es halt Fragen, die auch mehr so grundsätzlich oder allgemein sind oder auch so ein bisschen ein, ich will nicht sagen Brainstorming-Charakter hat, aber so dieses, was kann ich denn eigentlich absetzen? Oh, ich bin Designer, welche Kosten kann ich denn eigentlich absetzen? Da ist dann manchmal vielleicht die Frage, zwar an uns auch legitim so, aber vielleicht möchtest du auch einfach den Input von anderen bekommen, die dir genau das Gleiche machen. Und das kannst du halt in der Community machen. Wir können dir nur unsere Antwort geben und nicht die Antwort von anderen. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Besuch wert. Und gerne da auch alles hinschreiben. Auch da lesen und antworten wir natürlich mit. Mhm. Und da könnt ihr auch sicher sein, dass das, was da so drin steht, dann auch richtig ist. Und dann, wenn ich das nicht möchte, gibt es genau ein paar Möglichkeiten, sich bei uns zu melden. Nämlich sich bei uns im Chat in deiner Contest-App zu melden, ne, zu sagen, hey, ich habe hier was, möchte ich euch gerne mitteilen. Oder per E-Mail, dann bitte immer an steuern@contest.com. Und last but not least natürlich per Telefon sind wir Montag von Freitag von 9 bis 18 Uhr für euch erreichbar. Richtig. Und das ist auch so ein bisschen die Prio-Liste. Also wenn du mich fragst, wie kommen wir am besten in Kontakt, genau die Punkte. Erste Prio, erste Anlaufstation ist in der App, ist auch das Einfachste, ehrlicherweise. Zweitens eine E-Mail. Da wichtig als einfach noch als Hinweis, idealerweise eine E-Mail von der E-Mail-Adresse schreiben, mit der du bei Contest angemeldet bist in deinem Account, weil sonst antworten wir dir nicht. Also wir antworten schon, aber wir geben dir keine Auskunft, weil wir ja nicht wissen, ob du bist oder vielleicht jemand anderes, der versucht, ein paar Informationen abzugreifen. Also da haben wir schon wieder so ein bisschen so Datenschutz-Thematiken, die das ein bisschen komplizierter machen. Genau das Gleiche natürlich am Telefon. Ja, wir werden dich immer verifizieren, fragen, wer du bist und sonstige richtig. Fragen, die ich jetzt nicht verrate natürlich. Deswegen auch da. Immer bitte da von der Handynummer anrufen, mit der ihr euch registriert habt und eben von der registrierten E-Mail-Adresse. Genau. Also das sind die wichtigen Punkte und am Ende ist es auch immer so, ihr könnt jederzeit auch einfach natürlich mit uns sprechen, gerade auch für die Beratungsleistungen, die inklusive sind. Es wird aber fast immer so laufen, dass wir einen Telefontermin vereinbaren, weil natürlich nicht, haben wir erzählt, wir haben Spezialisten bei uns sitzen, natürlich nicht für deine Frage, die wir ja noch gar nicht kennen, wenn du anrufst, gerade dieser Spezialist den Hörer in der Hand hat und jetzt genau zufällig genau das, also es kann sein, dass das mal passiert. Wäre aber ein Zufall. Von daher ist das in der Regel sowieso so, wenn das besser ist, bestimmte Dinge telefonisch einfach zu besprechen, können wir das halt machen. Es läuft aber eigentlich immer so, dass wir einen Termin vereinbaren. Von daher, auch wenn du unbedingt sprechen möchtest, gar kein Problem. Aber auch dann ist tatsächlich der Chat der Beste und sagst so, ich würd gern mal so schnell wie möglich oder nächste Woche oder wann auch immer mit euch reden und zwar zu dem und dem und dem Thema. Und dann können wir jeweils die richtigen, wichtigen Leute für dich organisieren. Ja, und damit? Damit sind wir am Ende. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Es klingt jetzt nach viel, ist gar nicht so viel. Macht dein Leben deutlich besser. Natürlich gibt es in dieser Runde oder in diesen ganzen Dingen vielleicht noch diverseste Fragen, wo du sagst, ich wollte jetzt eigentlich noch das wissen oder das wissen. Oder bei mir ist das aber so ein bisschen anders. Mhm. Dann sprechen wir natürlich auch gerne mit dir. Es gibt ein paar Möglichkeiten. Zum Beispiel, schreib uns per Chat in deiner Contest-App oder per E-Mail. Nein, ich wiederhole es nicht alles nochmal. Aber du kannst natürlich jederzeit auch einfach einen Telefontermin vereinbaren, wo wir deine persönlichen Fragen durchgehen. Der aufmerksame Zuschauer oder die aufmerksame Zuschauerin hat gemerkt,
dass Betty zuständig ist für alle Kunden, quasi der Hausarzt bei Confest ist. Das heißt, all das, wie das funktioniert, gerade am Anfang bist du quasi die Hauptverantwortliche. Bist jetzt nicht zwingend immer die, können wir jetzt nicht jedem garantieren, dass man exklusiv nur noch Betty für sich hat. Das geht nicht. Auch da haben wir natürlich ein paar mehr Leute, die da sitzen, aber die landen dann zumindest bei dir und deinen Kollegen, die das da machen. Genau, und das ist jetzt zum Beispiel genau jetzt auch die Möglichkeit, diesen Termin zu buchen, wenn ihr dann noch irgendwelche Rückfragen habt. Damit würde ich das Ganze beenden und sagen, buch dir deinen Welcome-Call, hast du noch Fragen, ansonsten alles Gute. Ja, viel Erfolg. Und wenn zwischendrin Fragen auftauchen, wie gesagt, hier, so. Ansonsten, schön, dass du da bist. Liebe Grüße. Ciao. Tschüss.